Betty, bitte stellen Sie es dahin. Danke, Betty. Sie denken an den Kuchen für Amy, ja? Aber natürlich, Mrs. Wilcox, ist schon so gut wie gebacken. Natürlich. Danke vielmals. Danke, Betty, ich mach das. Willst du auch? Nein, danke. Du machst mich ganz nervös, Sally. Sie sollte längst hier sein. Vermutlich hat der Flieger Verspätung. Wieso wollte sie eigentlich nicht, dass wir sie abholen? So, wenn Sie hier bitte unterschreiben würden. Ja, natürlich. Haben Sie vielen Dank. Gerne. Soll ich Ihnen das Dach öffnen? Oh, ja, gerne. Also, ich rufe Sie jetzt an. Sie meldet sich nicht. Ach, Mom. Jetzt mach die Mann nicht verrückt, sie wird schon kommen. Bis heute Abend, dann. Aber komm nicht wieder so spät. Ich mach doch nur alles für unsere Firma. Hoppala. Schön festhalten. Alles okay? Dann los. Entschuldigung, wo finde ich denn Dr. Collins? Am Ende der Einfahrt, Haus 7. Danke. Guten Tag. Mein Name ist Amy Miller. Ich habe einen Termin bei Dr. Collins. Gut, dann kommen Sie mal mit. Ja, kommen Sie rein. Miss Miller, sie hat einen Termin. Amy. Ach, es ist so schön, dich wiederzusehen. Hallo, Judy. Du siehst gut aus. Findest du? Ja, trotz des langen Fluges. Ich kann es nicht glauben. 8000 Meilen für einen Arztbesuch, das werde ich bestimmt nie vergessen. Naja, ich bin auch zum Geburtstag meiner Mutter gekommen. Wie alt wird sie denn? Du kennst sie ja, sie lässt das gern offen. Oh, dann wollen wir das mal respektieren. Willst du dich setzen? Ach nein, ich habe die ganze Zeit gesessen. Ach ja. So, erzähl mal, wie ist Kapstadt? Gut. Hast du Heimweh nach England? Ja, schon. Und wann hast du den Knoten bemerkt? Vor 3 Wochen. Bist du schwanger? Habt ihr schon mal jemanden mit Brustkrebs in der Familie gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Meine Mutter hat nie darüber gesprochen und die Familie meines Vaters kenne ich ja kaum. Also gut. Dann lass uns anfangen. Seit wir die neuen Webstühle haben, sind wir in der Lage, neuartige, ultraleichte Mischgewebe herzustellen. Aus Seide und Baumwolle, pflegeleicht wie Synthetik, aber eben reine Natur. Das hat dazu geführt, dass sich jetzt auch junge Designer für unsere Produkte interessieren. In Zahlen ausgedrückt, seit wir die neuen Stoffe herstellen, haben wir unseren Umsatz jährlich um 15% gesteigert. Und das ist nur der Anfang. Gute Qualität. Mrs. Fix. Meine Herren. Meine Herrschaften, ich, finde, das ich möchte Ihnen etwas nicht verschweigen. Mir liegt ein Angebot aus Asien vor, ein sehr interessantes Angebot. Aber wir sind ein altes, traditionsreiches Familienunternehmen. Und es wäre mir ehrlich gesagt sehr viel wohler, wenn Barton Tweed mit einer einheimischen Firma fusioniert. Übrigens, der Urgroßvater meiner Frau hat vor 120 Jahren in diesem Schuppen mit 2 Webstühlen angefangen. Das ist eine gewisse Verpflichtung. Mach dich nicht verrückt, hörst du? In ein paar Tagen haben wir das Ergebnis. Wie oft habe ich anderen Frauen in einer solchen Situation schon die Angst nehmen können? Du ziehst ein ganzes Register an Beschwichtigungen und häufig gelingt es dir auch, weil sie dir vertrauen. Aber sobald es dich selber betrifft, ist die ganze Souveränität futsch. Da ist nur noch die Angst und die Unfähigkeit, damit umzugehen. Das verstehe ich. Versuch nicht so zu denken. Es könnte genauso gut was Harmloses sein. Wenn das so einfach wäre. Ach, übrigens, falls du in absehbarer Zeit vorhast, nach England zurückzukommen. Wir haben ja eine freie Stelle in der inneren Medizin. Das wäre genau das Richtige für dich. Ich kenne die Abteilung. Ich werde darüber nachdenken. Danke, Judy. Bye. Bye.
mir gerade noch gefehlt. Es tut mir leid, ich war in Gedanken. Dann sollten Sie vielleicht kein Auto fahren. Ich übernehme natürlich den Schaden. Na, davon gehe ich aus. Es wird nicht billig werden. Das ist ein Leihwagen. Ich sehe mal nach, ob ich die Versicherungsunterlagen finde. Schauen Sie mal im Handschuhfach nach. Ich glaube, hier ist was. Entschuldigen Sie, dass ich eben so schroff zu Ihnen war. Ich habe den Wagen noch nicht lange. Nein, nein, das ist ja okay. Das war einfach dumm von mir. Michael Spears. Miller. Amy Miller. Falls es Probleme gibt, rufen Sie mich bitte an. Darf ich Sie auf den Schreck vielleicht zu einem Cappuccino einladen? Ich hab's leider eilig. Sicher. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch? Ohne Unfall. Ja. Kann ich Ihnen noch irgendwie helfen? Geht schon. Hallo, Dad. Du hast mich erkannt. Nicht sofort. Ich dachte, du bist in den Staaten. Schon eine Weile nicht mehr. Da, das ist meine Praxis. Und du, was machst du hier? Wie geht's dir? Danke. Ja, ich würde gerne mit dir reden. Hast du Zeit? Nein, und auch nicht das Bedürfnis. Schwester blockiert zusammen mit den Schafen die Straße. Hier haltet den ganzen Verkehr auf. Und du glaubst immer noch, dass die Landstraße eine Formel-1-Strecke ist. Und mit dem Finger gehen wir morgen zum Arzt. Der ist schon verheilt. Hey, schön, dass du da bist. Zu Hause sind schon alle ganz aufgeregt. Hattest du einen guten Flug? Ja. Hast du unterwegs jemanden kennengelernt? Nein. Möchtest du mir heute Abend exklusiv aus deinem Leben erzählen? Du bist gut drauf, was? Ja, ich habe eine Überraschung. Sag's mir. Später, wenn die Schafe wechseln, dann fahre ich vor und melde dich an. Du fährst ja bestimmt immer noch wie so eine kleine Schnecke durch die Landschaft. Bis gleich. Bis gleich. Na los. Jetzt aber. Meine Damen und meine Damen, darf ich vorstellen, für Sie und nur für Sie, Miss Amy Miller, Englands langsamste Autofahrerin seit Abschaffung der untersten Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, mein Schatz, ich bin so froh, dass du endlich wieder da bist. Ach, Mom, ich freue mich auch. Willkommen zu Hause. Danke, Betty. Ein großer Bahnhof. Fehlt nur einer. Kein Mann? Ah ja, Peter, du. Ja, er lässt sich entschuldigen, es tut ihm leid, aber er ist noch im Büro. Aber er hat versprochen, rechtzeitig zum Dinner wieder da zu sein. Hast du viel Gepäck? Einen Koffer und eine Reisetasche. Ich kümmere mich drum. Danke. Danke, Vivian. Na komm. Hat der Flieger Verspätung gehabt? Nein, es dauert ja immer eine Weile mit dem Gepäck. Hallo, Brenda. Guten Abend, Doktor. War noch was? Ein paar Anrufe. Rezepte wurden abgeholt. Nichts Dringendes. Waren Sie erfolgreich? Bekommen wir eine Verstärkung? Die jungen Ärzte heutzutage, die bleiben lieber in der Stadt. Irgendwie kann ich das auch verstehen. Aber ich werde natürlich nicht aufhören zu suchen. Auf die Dauer schaffen wir das nicht allein. Also, Sie dürfen mich auf gar keinen Fall verlassen. Doktor, ich werde immer für Sie da sein. Oh, schon ganz schön spät. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Ist doch nicht nötig. Brenda, keine Widerrede. Sie haben mir die Stellung gehalten. Jetzt bin ich an der Reihe. Na schön.
Wie schön, dass du dich heute etwas früher loseisen konntest. Komm, Evie ist schon angekommen. Ich freue mich so. Sie hat einen wunderbaren Flug. Es ist so schön, dich endlich wieder hier zu haben. Du bleibst doch eine Weile, oder? Natürlich, Mama. Mach dir keine Gedanken. Vielleicht gibt es ja sogar eine Neuigkeit. Du wirst heiraten? Bestimmt nicht. Du gehst nicht wieder zurück nach Kapstadt? Wer weiß. Aber das wäre ja wunderbar. Und, hast du schon was in Aussicht? Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, Schwesterherz. Es ist noch nichts entschieden. Überleg dir das gut. Für Ärzte ist das hier kein Zuckerschlecken. Amy wird keine Probleme haben. Eine gute Ärztin findet überall einen Job, gell? Was gibt es denn hier für Neuigkeiten? Wie läuft dein Kunststudium? Und hast du inzwischen deinen Traummann gefunden? Schon möglich? Deine Schwester hat das Studium geschmissen und macht jetzt in Unterhosen. Also Peter, bitte. Sie designt Dessous. Ja, sag ich doch. Unterhosen. Also, na, Vivian, wie läuft's? Schreibst du schon schwarze Zahlen? Auch wenn du es nicht für möglich hältst, Dad. Ich habe einen Großauftrag von einem Kaufhaus in London in Aussicht. Das ist doch toll. Und außerdem verlobe ich mich demnächst. Das ist ja ein Ding. Wie? Und das erfahren wir jetzt zwischen Dessert und Portwein? Und wer ist es? Ich meine, gerne wen? Geduld, Geduld. Ihr werdet ihn kennenlernen. Ich habe ihn für morgen zum Cocktail eingeladen. Na dann. Tschüss. Tschüss. Wie bitte? Was soll das? Das fragst du jetzt nicht im Ernst, oder? Nein, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Ich habe es dir tausendmal gesagt, es ist vorbei. Und tu mir bitte einen Gefallen, ruf mich nicht mehr an. Da ist jemand sauer. Oh, ich habe dich gar nicht bemerkt. Ich habe geklopft, wie sich das gehört. War das dein Freund in Kapstadt? Wie heißt er? George. Und George ist out. Ich habe mich von ihm getrennt. Was ist passiert? Okay, lass mich raten. Er hat dich betrogen. Nein. Oder doch. Irgendwie schon. Ich habe ihn nach 3 Jahren vor die Alternative gestellt. Entweder deine Ehe, die angeblich nicht mehr funktioniert, oder ich. Und der Blödmann hat sich für seine Ehe entschieden. Komm drüber hinweg. Du weißt ja, wie das ist. Unverhofft läuft dir jemand über den Weg. Du verknallst dich. Und schon ist der andere vergessen. Darüber mache ich mir im Moment am wenigsten Gedanken. Bleib hier, Amy. Geh nicht mehr zurück. Du hast mir gefehlt. Du bist die Einzige, mit der ich hier ernsthaft reden kann. Bist du in Schwierigkeiten? Geschäftlich? Ja. Aber das mit dem Kaufhaus in London ist nicht erfunden, oder? Nein. Aber es ist noch nicht ganz richtig. Garretts haben ein paar Sachen von mir gesehen, die sich gut verkauft haben und ihr Interesse bekundet. Mehr aber nicht. Aber das klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, vielleicht. Aber wenn du am Ball bleiben willst, dann musst du in Vorleistung treten und du musst einiges investieren. Eine neue Kollektion, ein größerer Laden, ein Atelier. Das kostet. Du hast nicht zufällig ein paar tausend Pfund übrig, die du nicht brauchst? Wieso fragst du nicht deinen Vater, Peter? Auf keinen Fall. Du hast ihn doch gehört. Er wartet doch nur darauf, dass ich auf die Nase falle. Den Gefallen tue ich ihm nicht. Beides gleichzeitig geht offenbar nicht. Was meinst du? Na ja, Glück in der Liebe und im Beruf. Du hast recht. Wenigstens habe ich Glück in der Liebe. Ja, na eben. Wie sieht er aus? Und woher kennst du ihn? Du wirst ihn morgen Abend kennenlernen. Ah, er ist ein Traum. Ich werde noch etwas Tee holen, Mrs. Wilcox. Danke, Betty. Morgen, Betty. Guten Morgen, Mann. Guten Morgen, mein Schatz. Na, wie hast du geschlafen? Ausgezeichnet, wie in alten Zeiten. Wo ist Vivian? Du, die ist schon unterwegs. Die hat einen Fototermin, du weißt, ihre neue Kollektion. Modelt sie selbst? Ja, und sie hat 2 Freundinnen, die ihr dabei helfen. Du weißt, das spart eine Menge Geld. Morgen, Betty. Aber sag ihm nichts davon. Er könnte es für unprofessionell halten. Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Morgen. Und auf Wiedersehen. Tut mir leid, ich hab's eilig. Ich werde im Büro erwarten. Bis später dann. Siehst du, so ist es immer. Ich sehe ihn kaum noch. Es ist so schade, für seine Familie hat er überhaupt keine Zeit mehr. Naja, wir frühstücken jetzt erstmal zu Ende und dann. Danke, Betty. Drehst du den Kopf noch etwas zur Seite? Ja, genau so, das ist gut. Sehr gut. Den Rücken gerade. Und nochmal. Sehr gut. Und lächeln. Den Kopf nach hinten. Wundervoll. Sehr gut. Leg dich mal hin. Okay, leg dich mal etwas seitlich. Halt, stopp!
Ja, sehr gut. Hübsch. Okay, setz dich mal wieder aufrecht. Ja, klasse. Fantastisch. Okay, rutsch mal wieder runter. Gut, 10 Minuten Pause, ja? Super, okay, Mädchen, umziehen, ja? So, das Vivian, ist... wo ist das Stativ? Es ist vor der Tür. Das hier ist für dich und das ist für dich. Ich mach das erstmal das mal so. Gefällt's euch? Entschuldigen Sie, ist Miss Wilcox da? Sekunde. Vivian, da ist jemand für dich. Mr. Holmes, ich habe Sie nicht vergessen. Und ich habe Sie nicht vergessen. Geben Sie mir noch 2 Tage, bitte, dann habe ich das Geld. Können Sie Ihrem Chef nicht sagen, Sie haben mich nicht angetroffen? Und übermorgen kommen Sie in meinen Laden und ich bezahle. Mr. Holmes, wenn Sie mir meine Boutique wegnehmen, dann ist mein ganzes Geschäft pleite und es kommt gar kein Geld mehr rein. In Ordnung, aber nur 2 Tage. Danke. Ihr habt mein Leben gerettet, ihr und meine Dessous. Vielen Dank. Du hast schon gekündigt in Kapstadt, stimmt's? In dem Krankenhaus, in dem ich bisher gearbeitet habe? Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ich hier bleibe oder wieder nach Kapstadt zurückgehe. Ist auch egal. Du bist mutig. Du kommst nach mir, du schaffst es. Ich glaube, Vivian würde so einen Satz auch mal ganz gut tun. Vivian ist immer so unentschlossen. Du unterschätzt sie. Sie möchte heute dieses und morgen möchte sie jenes. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann geht sie eben zu deinem Stiefvater. Sie soll sich endlich mal entscheiden. Sei nicht so hart, Mann. Er ist ihr Vater. Ja, eben. Na, egal. Du, ich habe heute einen Friseurtermin. Um 2 Uhr. Wir könnten uns in der Stadt treffen. Aber nur, wenn du Lust hast. Ja, gerne. Schön. Perlen sind die Tränen der Götter, haben die alten Griechen gesagt. Perlen sind wunderbar. Ein Geschenk der Natur. Und es gibt sie in allen Farben. Wie die Liebe. Vom zarten Grün über Rosa, tiefrot bis hin zum Schwarz. Die Weißen haben Sie vergessen. Ja, natürlich. Damit fängt ja alles an. Sind Sie meinetwegen hier? Gibt es Probleme mit der Versicherung? Nein. Und Sie haben es wahrscheinlich wieder eilig. Nein. Dann habe ich eine Idee. Kommen Sie. Oh, ich sehe, der Wagen ist schon repariert. War halb so schlimm. In Kapstadt gibt es eine ähnliche Stelle. Von dort hat man einen herrlichen Blick auf den Tafelberg. Damit kann ich hier leider nicht dienen. Sie haben mir noch gar nicht gesagt, was Sie beruflich machen. Was denken Sie denn? Anwalt? Sehe ich wirklich wie ein Anwalt aus? Irgendwie schon. Zuverlässig, integer, korrekt, hartnäckig? Nein. Oh. Chirurgen oder Pianisten sollten solche Hände haben. Und Schmuckdesigner. Sie sind Schmuckdesigner? Ja. Das gefällt mir. Setzen Sie sich. Ich muss leider los. Ich bin noch mit meiner Mutter verabredet. Schade. Ich hätte sie noch eine Weile ausgehalten. Es ist jetzt schon das 2. Mal, dass wir uns zufällig getroffen haben. Beim 3. Mal habe ich einen Wunsch frei. Mal sehen. Kommen Sie. Ich bringe Sie in die Stadt zurück. Es sieht super aus. Herzlichen Dank. Danke. Danke. Viel Spaß. Oh, genau. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Mom. Amy. Du siehst fantastisch aus. Ja? Ja, das ist Pierre. Er ist einfach der Beste. Das sieht man. Geben wir ein Stück? Mhm. Ach, ich vermisse London. Ich würde so gerne wieder mal so richtig shoppen gehen oder eine schöne Ausstellung besuchen und abends ins Konzert, ins Theater oder in die Oper. Ach, Covent Garden. Aber das ist wahrscheinlich aussichtslos, weil Peter hasst Opern. Und wenn er nicht im Büro ist oder auf einer Geschäftsreise, dann ist er auf See. Ja, aber dann rede mit ihm. Sag ihm, dass du dich vernachlässigt fühlst. Ach, weißt du, Männer in seinem Alter ändern sich nicht mehr. Sie riskieren ja auch nichts, wenn sie ihre alten Gewohnheiten beibehalten. Ich glaube, die meisten Männer wissen nicht einmal, wie sehr die Frauen wegen ihnen leiden. Peter kriegt absolut nichts mit. Das ist ja sein Problem. Wusstest du, dass Dad wieder im Lande ist? Ja, er ist wieder zurück aus den Staaten. Er hat mich vor ungefähr 2 Jahren angerufen. Ich habe ihn gestern zufällig auf der Straße getroffen. Ah ja, und? Was hat er gesagt? Wir haben kaum miteinander gesprochen. Ja, warum denn nicht? Amy, bist du ihm immer noch böse? Ich meine, du hast ihn ja immer noch nicht verziehen. Du etwa? Er hat dich mit einer 10 Jahre jüngeren Amerikanerin betrogen und uns beide sitzen lassen. Aber Amy, das ist 15 Jahre her. Und wenn Oliver mich nicht verlassen hätte, dann wäre mir Peter nicht begegnet. Und Peter ist... Also jetzt auf einmal so. Du hast ein unheimliches Talent, dir alles schön zu reden. Hier sind die Dokumente. Ich hoffe, du weißt, was du tust.
Walter, wenn ich jetzt nicht fusioniere, werde ich über kurz oder lang von einem Textilriesen geschluckt. Und dann diktieren die die Bedingungen. Jetzt behalte ich 51% und bestimme weiterhin den Kurs. Und was sagt Sally dazu? Sie weiß es noch nicht. Es ist Ihre Firma. Walter, ich bin der Geschäftsführer. Sally hat sich noch nie für diese Dinge interessiert. Warum soll ich sie jetzt damit belasten? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass mir nicht sehr wohl ist bei dieser Angelegenheit. Walter, jetzt mach dir keinen Kopf. Ich habe mir die Sache gut überlegt. Also gut. Dann werde ich die Verträge vorbereiten. Wann brauchst du sie? Ich gebe dir den genauen Termin durch. Ich hoffe nur, dass du Sally nicht wehtust. Hallo, Schwesterherz. Wie schön, dass du endlich da bist. Wow, das sieht super aus. Du aber auch. Komm, ich muss dir unbedingt meinen neuen zukünftigen Ehemann vorstellen. Das ist er. Maike, ich möchte dir meine Schwester vorstellen. Das ist meine Schwester Amy, meine Stiefschwester, um genau zu sein. Hallo. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Spears. Spears, aber Sie können mich Maike nennen. Amy. Amy ist Ärztin. Sie war jahrelang in Südafrika, in Kapstadt. Ah ja, das ist sehr interessant. Am Tafelberg. Ich habe gehört, da ist gerade Winter, ja? Ich gehe mir mal ein Aperitif holen. Ach, das kann ich doch für Sie machen. Wie findest du ihn? Sympathisch. Sehr charmant. Mein Kompliment. Maike? Was sagt Peter? Ach ja, Peter möchte den Toast aussprechen. Kommt ihr mal? Danke, Betty. Ich trinke auf einen Hoffnungsschimmer. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Heute sieht es nämlich ganz so aus, als würde ich in diesem Haus voller Frauen, in dem ich mir ehrlich gesagt manchmal etwas verloren vorkomme, besser gesagt verloren bin, endlich mit männlicher Verstärkung rechnen können. Maike, willkommen an Bord. Willkommen, Maike. Oh, Entschuldigung. Ja? Tschüss. Ach, Sie sind's. Ja, gut, dass Sie anrufen. Ich find's so schön, dass du meine Eltern endlich kennengelernt hast. Na gut, wir sehen's. Okay, bis später. Tut mir leid. Ich hatte noch ein wichtiges Geschäftstelefonat. Jetzt habe ich es gar nicht mitbekommen. Also, wie habt ihr euch kennengelernt? Das haben wir noch gar nicht erzählt. Wir würden es aber gerne hören. Ich war mit einer Freundin bei einem Wohltätigkeitsessen und... Beim Wohltätigkeitsessen? Ja, in Plymouth. Was ist daran so komisch? Nichts, erzähl nur weiter. Ich stand da mit einem Glas Rotwein in der Hand. Das Glas war sehr voll. Auf einmal schubst mich jemand und schwupps war der Wein auf Michaels Anzug. Michael, ist das wahr? Naja, später hat sie dann gesagt, das war Absicht. Das traue ich ihr zu. Es wird kühl. Ich gehe mir mal eine Jacke holen. Ich habe Ihnen beim nächsten Treffen ein kleines Fässchen Salz mitgebracht. Ja, ja. Und sie hat darauf bestanden, die Rechnung für die Reinigung zu zahlen. Oh, schon so spät. Ich muss mich leider auch verabschieden. Ich habe noch etwas Arbeit. Oh, es war aber sehr nett, Sie kennengelernt zu haben. Danke. Ich habe mich auch sehr wohl bei Ihnen gefühlt. Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. Das hoffe ich auch. Schatz, ich bring dich raus, ja? Mhm. Ein reizender junger Mann. Ja. Nun sag schon. Eigentlich wollte ich dich schon heute Morgen anrufen, aber ich wollte so gern dein Gesicht sehen, wenn ich dir die gute Nachricht überbringe. Negativ? Ja, siehst dir selbst an. Oh Gott, bin ich froh. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich mir in den letzten Tagen alles ausgemalt habe.
Das möchte ich gar nicht wissen. Was wirst du jetzt tun? Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Ich weiß es noch nicht. Im Moment kann ich keinen vernünftigen Gedanken fassen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Hallo? Michael? Heute? Ja? Heute ist ein besonderer Tag. Ja, bis gleich. Amy, wie schön, dass Sie da sind. Ist es nicht wunderbar, dieser atemberaubende Blick in die Ferne? Maike, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ich fühle mich wie neu geboren. Was ist denn passiert? Sie sind so euphorisch. Wenn Sie in meine Haut stecken würden, wären Sie genauso begeistert wie ich. Vor ein paar Wochen habe ich einen Knoten in meiner rechten Brust entdeckt. Es ist alles in Ordnung. Ich habe heute erfahren, dass er harmlos ist. All die Sorgen und Ängste der letzten Wochen sind Vergangenheit. Ach, Maike, ich könnte die ganze Welt umarmen. Fangen Sie mit mir an. Sind Sie da? Es geht nicht. Es ist falsch, was wir machen. Wir können uns nicht wiedersehen. Ich kann nicht mehr zurück, Amy. Ich habe mich in dich verliebt. Ich kann meine Gefühle nicht zur Seite legen und so tun als... Wie kannst du dich in mich verlieben, wenn du mich überhaupt nicht kennst? Wir haben uns zweimal gesehen. 2, 3 oder 10 Mal. Es zählt doch nicht, wie oft man sich gesehen hat, bevor man sich verlieben darf. Das ist schon beim ersten Mal passiert. Coup de foudre, sagen die Franzosen dazu, ein Blitzschlag. Ich habe sowas vorher auch noch nicht erlebt. Michael, ich kann nicht. Wegen Vivian? Ja, ich weiß, dass sie dich liebt. Und deine Gefühle? Vivian und ich, wir passen nicht zusammen. Es gibt keine Liebe zwischen uns. Ich bitte dich, vergiss diesen Nachmittag. Das werde ich ganz bestimmt nicht. Und was Vivian betrifft, ich werde sie verlassen. Tu das nicht. Sag mir eins, Amy. Empfindest du etwas für mich, jetzt in diesem Moment? Ich muss nach Hause. Und noch was. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du morgen nicht zum Geburtstag meiner Mutter kommst. Sind ja wunderschön. Ach, danke, Rini. Mom, ich habe mich entschieden. Ich werde nicht zurück nach Kapstadt gehen. Was? Das ist ja wunderbar. Oh Gott, etwas Schöneres hättest du mir gar nicht schenken können, mein Schatz. Du hebst dir die Knaller immer für den besten Moment auf. Unser gemeinsames Geschenk. Gemeinsam? Was ist denn da drin? Nein. Eine Opernkarte. Für den Covent Garden. Mein Gott, ihr seid ja verrückt. Amys Idee. Du hast gesagt, dass du mal wieder in die Oper möchtest. Schatz, ich danke dir. Mein Gott. Und damit beschlossen und unterschrieben von beiden Parteien. So, darauf müssen wir anstoßen. Zufrieden. Jetzt können wir unsere andere Karte. Vielen Dank. Aber das sind ja 2 Karten. Für wen ist denn die 2. Karte? Ich glaube doch nicht im Ernst, dass ich Peter dazu bringe, mit mir in die Oper zu gehen. Wo steckt er eigentlich? Er sollte längst hier sein. Eigentlich war er zu meinem Geburtstag auch eingeladen. Die Gäste werden bald hier sein. Das kann doch nicht sein, dass er den vergessen hat. Na, heute Morgen hat er mir auch nicht gratuliert. Ihr habt euch heute Morgen nicht gesehen? Nein, er war schon weg, als ich aufgestanden bin. Daddy, bring doch schon mal und den Champagner. Und er hat mich angerufen bis jetzt. Oh Gott. Stimmt, danke. So, Champagner. Oh, danke. Danke.
auf neue Märkte und wachsende Umsätze für Barton and Fairbanks. Barton and Fairbanks. Cheers. Cheers. Naja, also, wir können ja wenigstens mal anstoßen. Er wird die Firma in 10 Minuten verlassen, das hat seine Sekretärin gerade am Telefon gesagt. Ich habe auch mit ihr gesprochen. Die Verkaufs- und Fusionsverträge haben wohl etwas länger gedauert. Was für Verkaufs- und Fusionsverträge? Ach, bitte entschuldigen Sie mich, ich habe noch einen dringenden Termin. Da hinten ist ein kleines Buffet angerichtet. Bitte bedienen Sie sich. Oh ja, vielen Dank. Walter, kann ich dich einen Augenblick sprechen? Kannst du das hier elegant zu Ende bringen? Ich habe verdammt nochmal Sallys Geburtstag vergessen. Natürlich. Ich glaube, du solltest dich voll und ganz ihr widmen. Walter, mach dir keine Sorgen. Sally ist eine gescheite Frau. Wie du schon sagst. Sie ist deine Frau. Na gut. Danke dir. Ach, guck mal. Da kommt er ja. Dann kannst du ihn selber fragen. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Mir ist noch was dazwischen gekommen. Aha. Woher wusstet ihr, dass was zu feiern gibt? Ah. Kleiner Scherz. Sally, du glaubst doch nicht, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ihn vergessen. Wahrscheinlich musst du dich Miss Carter erst daran erinnern. Aber das kann ja passieren, wenn man wichtige Verkaufsverhandlungen führt und Fusionsverträge abschließt. Du weißt davon? Ja. Ich wollte dich überraschen. Damit habe ich uns den europäischen Markt geöffnet. Weißt du kannst mich ja mal mit deinem europäischen Markt. Es reicht mir. Du hast das Erbe meines Vaters verschachert. Ist. Wer hat dir davon erzählt? Mom, warte. Nein, es reicht mir. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Meinen Geburtstag vergessen, meine Firma verschachert ist. Ich kann nicht mehr. Ich muss diese Autoschlüssel. Wir nehmen meinen Wagen. Du bist ja viel zu aufgeregt. Tante Clara war die Schwester meines Vaters. Sie war eine, sagen wir mal, eine etwas merkwürdige Frau. Leider ist sie im letzten Jahr plötzlich verstorben und hat mir dieses Cottage hier vererbt. Davon hast du ja gar nichts erzählt. Ja, du bist ja auch lange weg gewesen. Und wir haben nicht jeden Tag telefoniert. Naja, jedenfalls ist das Haus seit ihrem Tod unbewohnt. Ich wollte es eigentlich herrichten lassen und als Ferienhaus vermieten. Aber jetzt habe ich eine bessere Idee. Du willst hierbleiben? Vorläufig zumindest. Und was ist mit dir? Fährst du wieder zurück? Ich kann dich doch jetzt nicht alleine lassen. Amy, es geht mir gut, wirklich. Nein, Mom, ist schon okay. Ich bleibe hier. Ist doch klar. Schön. Danke. Das ist ja traumhaft. Was meinst du? Können wir zwei es hier eine Zeit lang miteinander aushalten? Natürlich. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Ja. Hallo, Vivian? Sally, wo bist du? Spielt keine Rolle, ich komme nicht zurück. Wenn du deswegen anrufst. Er leidet. Ja, er leidet. Er leidet immer, und wenn er leidet, immer sehr theatralisch. Aber in Wirklichkeit hat er noch nie gelitten. Es prallt alles an ihm ab. Diesmal nicht. Er weiß nicht, wie er wieder rauskommen soll. Ist ja auch nicht so einfach. Er soll endlich begreifen, was er falsch gemacht hat. Hilfst du ihm? Du bist doch ein starkes Mädchen. Ich habe meine eigenen Probleme. Wieso? Ist was mit Michael? Ja. Er ist trotz Einladung nicht zu deiner Geburtstagsfeier gekommen. Schöne Geburtstagsfeier. Findest du nicht, dass es langsam reicht? Keineswegs. Ich habe Bock missgebaut und der muss jetzt runtergespült werden. Aber das ist jetzt wirklich das Letzte. Versprochen? Ja. Abgemacht. Sag mir, was ich tun soll. Rede mit ihr. Bitte sie um Verzeihung. Ihr Frau macht alles so kompliziert. Ohne euch wäre das Leben viel einfacher. Aber auch viel langweiliger. Mom, ich habe einen für dich mitgemacht. Dankeschön. Das war Vivian. Sie hat versucht, für ihren Vater ein gutes Wort einzulegen. Willst du dich von Peter trennen? Ach komm, lassen wir das. Ich will mir meinen heutigen Geburtstag nicht noch mehr vermiesen lassen. Hm? Du. Komm, weißt du was? Wir fahren jetzt in die Stadt. Wir müssen ohnehin einige Sachen einkaufen und dann mieten wir uns ein paar Räder und machen morgen eine Radtour. Mhm, gerne. Siehst du, das Leben ist ohne Männer oft viel leichter.
Und was machst du jetzt? Wenn Sally sich scheiden lässt, stehst du ganz schlecht da. Blödsinn, sie lässt sich doch nicht scheiden. Darf ich dich daran erinnern? Ihr hattet beide Gütertrennung in eurem Ehevertrag vereinbart. Mutter, jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. Du würdest ausgezogen bis auf die Unterhose dastehen. Als dein Anwalt kann ich dir nur raten, dich schleunigst mit ihr zu vertragen. Und wie? Ich weiß noch nicht mal, wo sie ist. Es scheint mir, als wüsstest du überhaupt sehr wenig von ihr, dafür, dass ihr 15 Jahre verheiratet seid. Zum Glück werde ich mit der Fusion mehr Zeit für sie haben. Mutter, ich liebe sie wie am ersten Tag. Und wann hast du ihr das letzte Mal gesagt? Und was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun? Ruf sie an. Verbring etwas Zeit mit ihr und mach ihr ein außergewöhnliches Geschenk. Also irgendetwas stimmt mit dem Fahrrad nicht. Einfach treten, Mann. Das geht nicht. Die Kette klemmt fest. Ach, so ein Mist. Was machen wir denn jetzt? Da kommt ein Auto. Den halte ich jetzt auf. Halt! Halt, bleiben Sie stehen, bitte. Stehen bleiben. Ich brauche Hilfe. Bitte bleiben Sie stehen. Amy, du wirst es nicht glauben. Das glaube ich jetzt ja nicht. Schau mal, wer da ist. Hallo, Amy. Hallo, Dad. So schnell sieht man sich wieder. Ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Schauen wir das mal an. Aha. Weißt du noch, unsere Fahrradtour nach St. Ives damals? Da ist uns genau das Gleiche passiert. Und es hat gegossen wie aus Kübeln. Bravo. Danke. Das war auch an deinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ach, danke schön. Ich habe Blumen für dich abgegeben. Bei dir zu Hause. Sonnenblumen. Dass du das noch weißt. Leider warst du nicht da. Ja, Amy und ich, wir richten gerade Tante Claras Cottage ein. Ach, das ist ja gar nicht weit von hier. Wie wär's denn, wenn ihr beide nachher zum Tee bei mir vorbeikommt? Ja, ja, oder du kommst bei uns vorbei. Okay. Wir wollten doch später noch zum Einkaufen gehen. Sagen wir um 4? Ja, bis später. Danke. Ich freue mich sehr. Können wir dann? Also, du hättest ein wenig freundlicher sein können. Das ist Peter. Hallo? Es tut mir leid, Peter. Sie möchte dich gerade nicht sprechen. Ja, gut. Ich richte sie aus. Bye. Ich soll dir sagen, dass es ihm leid tut und dass er dich heute Abend zum Dinner einladen möchte. Das war alles? Ja. Siehst du, für ihn ist das nach wie vor nur ein kleiner Ausrutscher, den er mit einem Abendessen ausbügeln kann. Aber das reicht nicht, Mr. Wilcox, das reicht nicht. Das hervorragend. Das Boot ist ganz okay, aber 2,5 Millionen ist zu viel, da müssen Sie mir schon irgendwie entgegenkommen. 2 Millionen. Einverstanden? Einverstanden. Wir sehen uns morgen im Hafen. Amy! Wir wollen den Kaffee trinken. Nein, danke. Meine Mutter müsste jeden Moment kommen. Ach, übrigens, die Tränen der Götter, das haben nicht die alten Griechen gesagt, sondern die Perser. Die Griechen nannten die Perlen Tau des Mondes. Klingt auch gut. Wo hast du das? Das habe ich nachgeschlagen. Sieh mich nicht so an, Michael. Ich muss mit dir reden. Später. Heute Nachmittag? Was soll das für einen Sinn haben? Und außerdem geht es auch gar nicht. Wir sind schon verabredet. Meine Mutter und ich haben zum Tee eingeladen. Oder vielleicht doch. Heute Nachmittag. Wo? Schnell. An der Stelle, von wo man den Tafelberg sehen kann. Hallo, Mrs. Wilcox. Hallo, Mikey. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön.
Sagen Sie, Michael, was ist denn los zwischen Ihnen und Vivian? Was meinen Sie? Ja, sie hat so Andeutungen gemacht. Nichts. Entschuldigen Sie, ich muss zurück in den Laden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Er hat sie versetzt. Vivian ist unglücklich. Hast du das nicht bemerkt? Amy ist nicht da. Nein, sie hatte ganz plötzlich eine Verabredung. Das habe ich mir gedacht. Eine Ingwertorte. Ich weiß doch, dass du das immer so gerne zum Tee hattest. Manche Sachen vergisst man nicht. Meistens sind das Kleinigkeiten. Eine schöne Melodie. Der erste Kuss. Eine verregnete Radtour. Sonnenblumen. Ja. Ich hab dir noch was mitgebracht. Oh, unsere alten Bilder. Die habe ich mir noch mal angeschaut, nachdem wir uns getroffen haben. Du bist ja sentimental. Und wie, das weißt du doch. Das sind unsere gemeinsamen Erinnerungen. Möchtest du noch Tee? Ja, gerne, danke. Ja, wie gesagt, Peter hat eine Tochter mit in die Ehe gebracht, Vivian. Und Vivian und Amy haben sich sofort sehr gut verstanden. Wir sind sowas wie eine perfekte Bachelorfamilie. Mit allen Höhen und Tiefen. Und deine Ehe? Meine Ehe, 3 Jahre. Wir haben uns nach 3 Jahren getrennt. Es war ein Fehler, aber das weiß man ja immer erst hinterher. Ich hätte nicht weggehen sollen. Du hättest dich öfter melden können. Ich hab mich nicht getraut. Ich hatte Angst, die alten Wunden wieder aufzureißen. Siehst du, Amy ist mir immer noch böse. Sie hatte es auch besonders schwer. Du warst ihr großes Vorbild. Sie hat dich vergöttert. Und du warst ihre erste große Enttäuschung. Ich weiß. Ich kann es nicht wieder rückgängig machen. Es tut mir sehr leid. Dann sag ihr das. Wenn du hier wieder ein gutes Verhältnis zu deiner Tochter haben willst, dann musst du dich um sie bemühen. Mehr als um mich. Ich hab dir längst verziehen. Schade, dass sie nicht hier ist. Ich hätte ihr gerne auch meine Praxis gezeigt. Die Gelegenheit wird sich sicher ergeben. Sie hat mir gesagt, dass sie nicht wieder zurück nach Kapstadt gehen wird. Was, sie bleibt hier? Ich suche gerade jemanden, der... Könntest du nicht mal mit ihr reden? Also ich brauche dringend Verstärkung. Amy und ich, das... Ja, das wäre ideal. Es liegt an dir. Du musst sie überzeugen. Jahr Mediamarkt. Wie Online-Shopping ist denn das? Jetzt im Mediamarkt Online-Shop. Die PlayStation 4 von Sony mit Last of Us Remastered, zweitem Controller und der PS4-Kamera. Für kleinste 499 Franken. Weitere Jubiläumsangebote jetzt auf mediamarkt.ch und in Ihrem Mediamarkt. Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd. Diese Andeutung, von denen meine Mutter gesprochen hat. Hast du es Vivian gesagt? Nein. Aber ich werde ihr sagen, dass wir uns lieben. Bitte nicht, Michael. Ich könnte dich nicht lieben, wenn Vivian mich dafür hassen würde. Lieber würde ich... Lieber was? Lieber würde ich meine Gefühle zu dir verleugnen. Ich liebe dich nicht, sagt sich genauso leicht, wie ich liebe dich. Du weißt, dass das nicht stimmt. Und jetzt sag es. Sag, dass du mich nicht liebst. Du steckst in Schwierigkeiten. Stimmt doch, oder? Ja. Das Startkapital für den Laden hat nicht gereicht. Ich kann die Rechnungen nicht mehr bezahlen und jetzt sitzt mir der Gerichtsvollzieher im Nacken. Ich gebe dir das Geld. Wie viel brauchst du? 8.000. Gut. Ich gehe morgen früh zur Bank und bringe es dir vorbei. Du bist unglaublich. Und was Sally betrifft, das kriegst du wieder hin. Lass dir einfach irgendwas Tolles einfallen. Das habe ich schon. Vivian, ich brauche deine Hilfe. Du kannst auf mich zählen.
Guten Morgen, Peter. Morgen, Thomas. Ein wundervoller Tag. Ja. Und? Haben Sie es sich anders überlegt? Nein, nein. Im Gegenteil, ich kann es kaum erwarten. Und das Geld wartet darauf, seinen Besitzer zu wechseln. Gut. Ihre Frau wird bestimmt überwältigt sein, wenn sie die Yacht sieht. Wissen Sie, was der glücklichste Tag im Leben eines Bootsbesitzers ist? Der Tag, an dem er das Boot kauft. Gutes Timing, Mr. Holmes. Soll das heißen, Sie haben das Geld? Ja, das soll es. Es ist abgezählt. 8.000 Pfund. Das hätten Sie nicht gedacht, oder? Nein. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Gefällt Ihnen das? Für Ihre Frau? Sehr schön. Aber es wird ihr nicht passen. Ich packe es trotzdem allein, ja? Nun, wenn es umsonst ist, werden wir sie schon irgendwie da reinkriegen. Ich bringe sie runter. Und die Formalitäten erledigen wir unten in meinem Büro. Danke. Na, bitte. Was ist los mit dir? Was machst du für ein Gesicht? Du siehst irgendwie unglücklich aus. Bin ich auch. Seitdem ich hier bin, läuft alles schief. Meine Mutter trennt sich von Peter. Mein Vater taucht plötzlich auf. Und als ob das nicht schon genug wäre, verliebe ich mich auch noch in den falschen Mann. Verheiratet? Nein, das hatte ich schon. Diesmal ist es schlimmer. Er ist der Freund meiner Schwester. Vivian, ich habe eine Idee, wie ich das mit Sally wieder hinbiegen könnte. Du kennst doch dieses Café unten am Hafen, wo man so eine schöne Sicht auf die Boote hat. Ja, genau. Sag mal, könntest du vielleicht mit Sally, sagen wir, in einer Stunde? Ja, das schaffst du schon. Okay, danke. Stuart? Sehr gut. Hier in dem Park habe ich das erste Mal jemanden geküsst. Später wird die Liebe dann komplizierter. Es geschieht, was geschehen soll. Du sagst, Michael möchte deine Schwester sowieso verlassen. Vielleicht solltest du eine Weile warten. Nein. Das wäre Vivian gegenüber nicht fair. Ein falsches Spiel. Das will ich nicht. Dann musst du es ihr sagen. Ach, es tut mir leid, ich muss gehen. Aber das Abendessen holen wir irgendwann nach. Ja, machen wir. Ach, und ruf mich an, wenn du den Job in der Klinik möchtest. Ja. Vivian? Sally. Danke, dass du gekommen bist. Ja? Setz dich. Bist du sicher? Ich weiß nicht, ob... Ob Peter da ist? Ja. Wieso wolltest du, dass wir uns ausgerechnet hier treffen? Vivian, hör mir zu, ich rede mit dir. Ich lass mich auch nicht überrumpeln. Wo ist er? Dort. Das ist aber nicht sein Ernst. Sag ihm, dass er ein Narr ist. Er hat nichts begriffen. Mein Gott. Wenn er nur ein bisschen darüber nachgedacht hätte, dann wäre ihm eingefallen, dass ich mir absolut nichts aus Schiffen mache. Diese Yacht hat er doch nur für sich gekauft. Bleib da, bitte. Redet miteinander. Nein. Und dafür hat er unsere Firma verschleudert. Ich fasse es nicht. Hallo? Wo ist sie denn? Sie ist weg. Sie hat die Yacht gesehen und ist gegangen. Dad, ich glaube, du hast alles nur noch schlimmer gemacht. Und was hat sie gesagt? Dass du nichts begriffen hast. Ich habe mir das auch einfacher vorgestellt. Himmel, Herrgott, was will sie denn? Dass ich auf allen Vieren nach... Canossa krieche? Ich liebe sie und ich will, dass sie zurückkommt. Es tut mir leid, ich kann dir da wohl nicht helfen. Und ich muss zurück ins Geschäft, ja? Ciao. Wilf Design, The Collection. Hier spricht Vivian Wilcox. Ja? Ist das wahr? Die ganze Kollektion. Das läuft gerade durch. Ja?
Wann und wo? London ist mir recht. Ist gut, ich warte dann auf Ihren Anruf. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank für die gute Nachricht, ja? Michael? Oh Michael, ich brauche unbedingt jemanden, der sich mit mir freut. Was ist passiert? Ich habe den Kaufhausauftrag. Die wollen eine ganze Kollektion. Hier, lies. Na, ist das nicht wundervoll? Sehr schön. Gratuliere. Du freust dich ja gar nicht. Doch. Ich finde, das ist ein Grund zum Feiern. Hat es noch etwas Zeit? Du hast noch zu tun. Wie du siehst. Heute Abend? Ja, mal sehen. Wow, das ist ja super. Ich dachte, du findest echte Perlen altmodisch. Kommt darauf an. So in der Fassung gefällt sie mir. Für wen ist die? Vivienne. Ist irgendwas? Ja. Wir müssen reden. Worüber? Über uns. Mir ist klar geworden, dass wir nicht zusammenpassen. Ich denke, es ist besser, wenn wir uns trennen. Vivienne, hör doch. Wenn du ehrlich bist, dann hat es doch die ganze Zeit schon nicht mehr gestimmt zwischen uns. Das musst du doch zugeben. Teufel werde ich. Du hast eine andere. Das ist alles und du bist zu feige, es zuzugeben. Vivienne. Hier ist also euer Liebesnest. Was machst du denn hier? Ja, jetzt ist mir alles klar. Du hast doch nur einen Grund gesucht, mich zu verlassen, damit du wieder mit dem anbandeln kannst. Geht da jetzt, hör aber auf, mach dich nicht lächerlich. Und ich, Idiot, überlege mir die ganze Zeit, wie ich dich verletzt haben könnte. Wie lange geht denn das schon? Du machst es dir wieder viel zu einfach. Ich habe Oliver zufällig getroffen. Zufällig? Toll, zufällig. Und schon liegt er euch küssend in den Armen. Es ist nicht so, wie du es hinstellst. Ja, ich habe mich gefreut, ihn wiederzusehen. Und ich habe mich zum ersten Mal seit langem wieder lebendig gefühlt. Und bei mir fühlst du dich nicht lebendig? Nein. Peter, ich bin eine Frau und bei dir fühle ich mich wie ein altes Möbelstück, das man je nach Belieben einmal dorthin und einmal dahin stellt. Du verbringst dein ganzes Leben in der Firma. Und jetzt kaufst du auch noch dieses blödsinnige, unsinnige Boot. Für mich vielleicht? Und um es zu finanzieren, verkaufst du Teile unserer Firma? Aber... Du hast nie nach meinen Wünschen gefragt. Immer hat sich alles nach dir gerichtet. Sally, das stimmt doch einfach nicht. Doch. Du kennst ja nicht einmal meine Lieblingsblumen. Mein Gott, Sally, ist das denn so wichtig? Sally, ich liebe dich. Reicht denn das nicht? Nein! Nein, das reicht nicht, Peter. Jetzt gehe ich. Ich will jetzt allein sein. Sally. Geh bitte.
Kommst du noch mit rein? Ich verstehe dich nicht. Jetzt gehen wir schon für ihn einkaufen. Mein Gott, der hat doch wirklich keine Zeit, auch noch Einkäufe zu machen. So, ich fahre jetzt los. Was? Bitte, könntest du mir wenigstens helfen, die Sachen noch reinzutragen? Du kannst doch im Wartezimmer sitzen bleiben, wenn du deinen Vater nicht sehen willst. Okay. Gut, dass ihr da seid. Notfall. Wahrscheinlich ein akuter Appendix. Tut es weh? Ah! Natürlich, man muss dringend operiert werden. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Keine Angst, ich komme mit. Soll ich die Patienten nach Hause schicken? Amy, könntest du vielleicht, bis ich zurück bin... Klar. Soll ich seine Eltern anrufen? Das mache ich. Tut alles gut. Fahr ruhig mit ins Krankenhaus. Ich halte die Stellung. Danke, Amy. Kann ich dir irgendwas helfen? Danke, Mann. Ich mach das schon. Amy? Sally wird nicht zurückkommen. Ich hab sie gesehen mit ihrem ersten Mann Oliver. Die Turteltäubchen. Du hast sie nachspioniert? Ja. Ich weiß ja gar nicht, was ein Mann alles für verrückte Sachen macht, wenn er seine Liebe zurückgewinnen will. Hast du mit ihr gesprochen? Ja. Sonnenblumen. Was ist damit? Ich hab ganz vergessen, welche Sallys Lieblingsblumen sind. Ist denn das so wichtig? Was hast du denn? Michael hat mit mir Schluss gemacht. Er hat gesagt, wir passen nicht zueinander. Aber das glaube ich ihm nicht. Ich bin sicher, er hat eine andere. Wie kommst du da drauf? Sowas spürt man einfach. Selbst wenn er eine andere hätte, das passiert manchmal. Und es tut weh, es tut sehr weh sogar. Aber man kann nichts dagegen tun. Doch, das kann man. Man kann wütend sein, das bin ich, dieses... Wir sind eben zwei gestrandet. Peter und Vivian Wilcox. Zwei Opfer der Liebe. Auf Wiedersehen, Mrs. Waters. Eine gute Besserung. Der nächste bitte, Gwenda. Feierabend. Ihr Vater wird staunen. Was ist hier passiert? Wo sind denn die Patienten? Ihre Tochter ist super. Wie geht's denn dem Jungen? Das war höchste Eisenbahn, wenn du nicht so schnell reagiert hättest. Sag mal, wie wär's, wenn ich euch zum Essen einlade? Ich finde, das haben wir uns verdient nach dem Tag. Gern. Ich werde leider nur nicht lange bleiben können. Danke. Wirklich schade, dass Brenda schon gehen musste. Ja. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Wenn Brenda nicht wäre, dann allein schaffe ich das einfach nicht mehr. Irgendwie kommt mir dieser Vorfall mit dem Jungen heute so vor wie Schicksal. Findest du nicht auch? Das war einfach nur Zufall. Sonst nichts. Hat dir Sally von meinem Vorschlag erzählt? Ja. Amy, ich weiß, dass ich euch beiden sehr weh getan habe. Ich wünschte, ich könnte das rückgängig machen, aber das kann ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass es mir sehr, sehr leid tut. Und dass ich mir wünsche, dass wir beide, du und ich, dass wir unsere Beziehung wieder ganz von vorne anfangen können. Ich trage dir nichts nach, Dad. Aber du bist mir fremd geworden. Lass mir Zeit. Ich habe ein Angebot von der St. Mary's Klinik hier in Exeter. Aber du wirst eine wunderbare Hausärztin. Meinst du? Ja, das meine ich. Guten Abend zusammen. Oh, Sally. Schön, dass du da bist. Guten Abend, mein Schatz. Na, wie war das Essen? Oh, ganz ausgezeichnet. Schön. Ich werde dann mal gehen. Ja, dann...
Wiedersehen, Amy. Danke dir nochmal. Tschüss, Mann. Tschüss, mein Schatz. Komm, setz dich. Ja. Sally? Sally! So, heute in der Praxis, da hatte ich für einen Augenblick das Gefühl, alles würde wieder gut. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich bin mir fast sicher, da ist noch irgendetwas anderes, was Amy mit sich rumschleppt. Amy, geh ran. Danke, Betty. Eine schöne Tasse Tee ist jetzt genau das Richtige. Sag schon, wie war es in London? Es war perfekt. Alle waren hin und weg von meinem Label. Dafür bin ich jetzt wieder solo. Wie schade. Michael war so ein netter Mann. Oh, Amy hat ihr Handy vergessen. Sie war kurz hier, um mit deinem Vater zu sprechen. Okay, ich geb's ihr wieder. Ich habe einen wunderschönen Kuchen für dich. Wirklich? Liebste Amy, diese Perlen sind für dich, weil ich dich liebe. Dieser Miske. Oh, der Kuchen. Guten Tag, Sir. Sind die für mich? Wie nett. Stellen Sie die Blumen einfach ins Wasser. Ich weiß, was man mit Blumen macht, Sir. Soll ich Ihnen das Essen servieren? Danke, Betty, mir ist nicht nach Essen zumute. Mr. Wilcox, es ist für Sie. Ja? Was? Ist es schlimm? Und wo? Ich komme sofort. Ist was passiert? Vivian hätte einen Autounfall. Versuchen Sie, meine Frau zu erreichen. Sie ist wahrscheinlich bei ihrem Ex-Mann. Sieht so aus, als hätte sie einen fleißigen Schutzengel gehabt. Wird sie wieder gesund? Wie ich schon sagte, sie hatte großes Glück. Sie ist mit einem Schock und einer leichten Gehirnerschütterung davongekommen. Am besten, Sie gehen jetzt. Morgen wissen wir mehr. Sie wird sich bald wieder erholt haben. Und dann schicken wir sie nach Hause. Da ist nichts, was Sie jetzt für Sie tun könnten. Ich bleibe hier. Oh! Ah! Ist es das Herz? Setzen Sie.
Sie sich. Versuchen Sie sich aufrecht hinzusetzen. Ich werde sofort Hilfe holen. Okay, ich möchte, dass Sie jetzt ganz tief ein- und ausatmen. Hilfe ist unterwegs. Ein Herzinfarkt, okay? Halt ihn fest. Amy, mach schon oben rüber. Wir haben einen Notfall. Komm so schnell du kannst. Ich wünschte, wir könnten noch mal von vorn anfangen. Oliver, ich bin verheiratet. Ich weiß. Aber bist du auch glücklich? Amy, was ist mit Vivian? Vivian geht es ganz gut. Ja. Aber Peter hat einen Herzinfarkt. Ah. Er liegt hier auf der Intensivstation. Bei uns ist er gut aufgehoben. Mann, du musst mit Dad sprechen. Ja. Ja. Nein, Peter ist in guten Händen. Dir geht's nicht gut. Nein. Nein, mir geht's schrecklich. Kann ich wirklich nichts für dich tun? Nein. Ja, dann. Bis morgen. Frühstücken wir zusammen. Ich werde gleich jetzt dann meine Sachen packen und morgen in der Früh wieder nach Hause zurückfahren. Ich liebe Peter. Ich war allein. Verletzt. Und dabei hat er doch alles nur für uns getan. Für Vivian, Amy und mich. Er will sogar sein Boot verkaufen. Es ist, was es ist. Trotzdem Dank. Die letzten Tage mit dir waren so wunderschön. Du hast mir so unheimlich gut getan. Jetzt guck nicht so schuldbewusst. Ich bin ja noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. Du hast mich nicht? Nein. Ich glaube, ich bin darüber hinweg. Gestern habe ich dich gehasst und Michael und alle. Aber heute? Nein.
was so eine kleine Gehirnerschütterung ausmacht. Weißt du, Amy, heute Nacht ist mir vieles klar geworden. Ich bin selber schuld. Ich hätte es merken müssen. Ich hatte mir etwas eingebildet, was es gar nicht gab. Michael war vielleicht am Anfang verliebt in mich. Aber er hat mich nie wirklich geliebt. Und das wollte ich nicht wahrhaben. Eine einseitige Liebe funktioniert eben nicht. Und wenn du es nicht gewesen wärst, dann wäre ich vielleicht in mein eigenes Unglück gerannt. Au! Oh, jetzt haben wir in einer halben Stunde so viel geredet wie in der ganzen Zeit, nicht seit ich hier bin. Ich bin sehr froh, dass wir geredet haben. Ich auch. Judy hat gesagt, wenn alles gut verläuft, dann kannst du bald entlassen werden. Das muss ich auch. Es gibt viel zu tun. Es hat geklappt. Ich gehe als Designerin nach London. Und was hast du vor? Ich werde das Angebot von meinem Vater annehmen und in seine Praxis einsteigen. Ja, ich habe gemerkt, dass wir uns doch ähnlicher sind, als ich dachte. Na, jetzt komm rein. Sie frisst dich schon nicht. Ich lasse dich mal rein. Danke. Setz dich. Ich komme gerade von Peter. Ich bin so erleichtert, dass er wieder gesund wird. Er ist schon wieder putzmunter. Er hatte wirklich Glück im Unglück, dass er den Infarkt in der Klinik bekommen hat. Und was ist mit Dad? Es war sehr gut, dass ich deinem Vater wieder begegnet bin. Somit war ich gezwungen, über meine Gefühle zu Peter nachzudenken. Ich habe mich jedenfalls entschieden, in Dads Praxis einzusteigen. Ja? Oh, du, das freut mich. Für ihn und für dich. Ja, vielleicht bin ich ja das kleine Trostpflaster, was er jetzt braucht. Oh, Schatz. Betty, ja? Haben Sie einen Spiegel? Störe ich? Nein, überhaupt nicht. Kommen Sie, Michael. Ich muss ohnehin schon gehen. Ich treffe den Schiffsmakler. Oh. Die sind für Sie. Oh, Michael, das ist verreizend. Sehr gerne. Dankeschön. Schließ mal die Augen. Vorsicht. Die haben Sie mal den Spiegel? Augen auf. Oh, Mike, das ist wunderschön. Die Tränen der Götter. In den Farben der Liebe. Das ist wirklich ein wunderschönes Schiff. Ich hoffe, du kommst nicht auf die Idee, es zu verkaufen. Es ist nämlich genau das Richtige, was man braucht, um wieder gesund zu werden. Ich denke, du magst keine Schiffe. Du, man kann Abneigungen überwinden und alte Zuneigungen wieder neu entdecken. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich bisher gegen Opern hatte.
Ach, Betty, bitte stellen Sie sich dahin. Danke, Betty. Sie denken an den Kuchen für Amy, ja? Aber natürlich, Mrs. Wilcox, ist schon so gut wie gemacht. Ach, natürlich. Danke vielmals. Danke, Betty, ich mach das. Willst du auch? Nein, danke. Du machst mich ganz nervös, Sally. Sie sollte längst hier sein. Vermutlich hat der Flieger Verspätung. Wieso wollte sie eigentlich nicht, dass wir sie abholen? So, wenn Sie hier bitte unterschreiben würden. Ja, natürlich. Haben Sie vielen Dank. Gerne. Soll ich Ihnen das Dach öffnen? Oh, ja, gerne. Also, ich rufe Sie jetzt an. Gott, sie meldet sich nicht. Ach, Mom. Jetzt mach die Mann nicht verrückt, sie wird schon kommen. Bis heute Abend, dann. Wir kommen nicht wieder so spät. Ich mach doch nur alles für unsere Firma. Hoppala. Schön festhalten. Alles okay? Los. Entschuldigung, wo finde ich denn Dr. Collins? Am Ende der Einfahrt, Haus 7. Danke. Guten Tag. Mein Name ist Andy Miller. Ich habe einen Termin bei Dr. Collins. Gut, dann kommen Sie mal mit. Ja, kommen Sie rein. Miss Miller, sie hat einen Termin. Amy. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Hallo, Judy. Du siehst gut aus. Findest du? Ja, trotz des langen Fluges. Ich kann es nicht glauben. 8000 Meilen für einen Arztbesuch, das werde ich bestimmt nie vergessen. Naja, ich bin auch zum Geburtstag meiner Mutter gekommen. Wie alt wird sie denn? Du kennst sie ja, sie lässt das gern offen. Oh, dann wollen wir das mal respektieren. Willst du dich setzen? Ach nein, ich habe die ganze Zeit gesessen. Ach ja. So, erzähl mal, wie ist Kapstadt? Gut. Hast du Heimweh nach England? Ja, schon. Und wann hast du den Knoten bemerkt? Vor 3 Wochen. Bist du schwanger? Habt ihr schon mal jemanden mit Brustkrebs in der Familie gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Meine Mutter hat nie darüber gesprochen und die Familie meines Vaters kenne ich ja kaum. Also gut. Dann lass uns anfangen. Seit wir die neuen Webstühle haben, sind wir in der Lage, neuartige, ultraleichte Mischgewebe herzustellen. Aus Seide und Baumwolle. Pflegeleicht wie Synthetik, aber eben reine Natur. Das hat dazu geführt, dass sich jetzt auch junge Designer für unsere Produkte interessieren. In Zahlen ausgedrückt, seit wir die neuen Stoffe herstellen, haben wir unseren Umsatz jährlich um 15% gesteigert. Und das ist nur der Anfang. Gute Qualität. Mrs. Wicks, meine Herren. Meine Herrschaften, ich möchte Ihnen etwas nicht verschweigen. Mir liegt ein Angebot aus Asien vor, ein sehr interessantes Angebot. Aber wir sind ein altes, traditionsreiches Familienunternehmen. Und es wäre mir ehrlich gesagt sehr viel wohler, wenn Orton Tweed mit einer einheimischen Firma fusioniert. Übrigens, der Urgroßvater meiner Frau hat vor 120 Jahren in diesem Schuppen mit 2 Webstühlen angefangen. Das ist eine gewisse Verpflichtung. Mach dich nicht verrückt, hörst du? In ein paar Tagen haben wir das Ergebnis. Wie oft habe ich anderen Frauen in einer solchen Situation schon die Angst nehmen können? Du ziehst ein ganzes Register an Beschwichtigungen und häufig gelingt es dir auch, weil sie dir vertrauen. Aber sobald es dich selber betrifft, ist die ganze Souveränität futsch. Da ist nur noch die Angst und die Unfähigkeit, damit umzugehen. Das verstehe ich. Versuch nicht so zu denken. Es könnte genauso gut was Harmloses sein. Wenn das so einfach wäre. Ach, übrigens, falls du in absehbarer Zeit vorhast, nach England zurückzukommen. Wir haben ja eine freie Stelle in der inneren Medizin. Das wäre genau das Richtige für dich. Ich kenne die Abteilung. Ich werde darüber nachdenken. Danke, Judy. Bye. Bye.
gerade noch gefehlt. Es tut mir leid, ich war in Gedanken. Dann sollten Sie vielleicht kein Auto fahren. Ich übernehme natürlich den Schaden. Na, davon gehe ich aus. Es wird nicht billig werden. Das ist ein Leihwagen. Ich sehe mal nach, ob ich die Versicherungsunterlagen finde. Schauen Sie mal im Handschuhfach nach. Ich glaube, hier ist was. Entschuldigen Sie, dass ich eben so schroff zu Ihnen war. Ich habe den Wagen noch nicht lange. Nein, das ist ja okay. Das war einfach dumm von mir. Michael Spears. Miller. Amy Miller. Falls es Probleme gibt, rufen Sie mich bitte an. Darf ich Sie auf den Schreck vielleicht zu einem Cappuccino einladen? Ich hab's leider eilig. Sicher. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch? Ohne Unfall. Ja. Kann ich Ihnen noch irgendwie helfen? Geht schon. Amy? Hallo, Dad. Du hast mich erkannt. Nicht sofort. Ich dachte, du bist in den Staaten. Schon eine Weile nicht mehr. Doch, das ist meine Praxis. Und du, was machst du hier? Wie geht's dir? Danke. Ja. Ich würde gerne mit dir reden. Hast du Zeit? Nein. Und auch nicht das Bedürfnis. Schwester blockiert zusammen mit den Schafen die Straße. Hier haltet den ganzen Verkehr auf. Und du glaubst immer noch, dass die Landstraße eine Formel-1-Strecke ist. Und mit dem Finger gehen wir morgen zum Arzt. Der ist schon verheilt. Hey, schön, dass du da bist. Zu Hause sind schon alle ganz aufgeregt. Hattest du einen guten Flug? Ja. Hast du unterwegs jemanden kennengelernt? Nein. Möchtest du mir heute Abend exklusiv aus deinem Leben erzählen? Du bist gut drauf, was? Ja, ich habe eine Überraschung. Sag's mir. Später, wenn die Schafe weg sind, dann fahre ich vor und melde dich an. Du fährst bestimmt immer noch wie so eine kleine Schnecke durch die Landschaft. Bis gleich. Na los, jetzt aber. Meine Damen und meine Damen, darf ich vorstellen, für Sie und nur für Sie, Miss Amy Miller, Englands langsamste Autofahrerin seit Abschaffung der untersten Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, mein Schatz, ich bin so froh, dass du endlich wieder da bist. Ach, Mom, ich freue mich auch. Willkommen zu Hause. Danke, Betty. Ein großer Bahnhof. Fehlt nur einer. Kein Mann. Ah ja, Peter, du. Ja, er lässt sich entschuldigen, es tut ihm leid, aber er ist noch im Büro. Aber er hat versprochen, rechtzeitig zum Dinner wieder da zu sein. Hast du viel Gepäck? Einen Koffer und eine Reisetasche. Ich kümmere mich drum. Danke. Danke, Vivian. Ja, komm. Hat der Flieger Verspätung gehabt? Nein, es dauert ja immer eine Weile mit dem Gepäck. Hallo, Brenda. Guten Abend, Doktor. War noch was? Ein paar Anrufe. Rezepte wurden abgeholt. Nichts Dringendes. Waren Sie erfolgreich? Bekommen wir eine Verstärkung? Die jungen Ärzte heutzutage, die bleiben lieber in der Stadt. Irgendwie kann ich das auch verstehen. Aber ich werde natürlich nicht aufhören zu suchen. Auf die Dauer schaffen wir das nicht allein. Also, Sie dürfen mich auf gar keinen Fall verlassen. Doktor, ich werde immer für Sie da sein. Oh, schon ganz schön spät. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Ist doch nicht nötig. Brenda, keine Widerrede. Sie haben mir die Stellung gehalten. Jetzt bin ich an der Reihe. Na schön.
Schön, dass du dich heute etwas früher loseisen konntest. Komm, Evie ist schon angekommen. Ich freue mich so. Sie hat einen wunderbaren Flug. Es ist so schön, dich endlich wieder hier zu haben. Du bleibst doch eine Weile, oder? Natürlich, Mama. Mach dir keine Gedanken. Vielleicht gibt es ja sogar eine Neuigkeit. Du wirst heiraten? Bestimmt nicht. Du gehst nicht wieder zurück nach Kapstadt? Wer weiß. Aber das wäre ja wunderbar. Und, hast du schon was in Aussicht? Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, Schwesterherz. Es ist noch nichts entschieden. Überleg dir das gut. Für Ärzte ist das hier kein Zuckerschlecken. Amy wird keine Probleme haben. Eine gute Ärztin findet überall einen Job, gell? Was gibt es denn hier für Neuigkeiten? Wie läuft dein Kunststudium? Und hast du inzwischen deinen Traummann gefunden? Schon möglich? Deine Schwester hat das Studium geschmissen und macht jetzt in Unterhosen. Also Peter, bitte. Sie designt Dessous. Ja, sag ich doch. Unterhosen. Na, Vivian, wie läuft's? Schreibst du schon schwarze Zahlen? Auch wenn du es nicht für möglich hältst, Dad. Ich habe einen Großauftrag von einem Kaufhaus in London in Aussicht. Und außerdem verlobe ich mich demnächst. Das ist ja ein Ding. Wie? Und das erfahren wir jetzt zwischen Dessert und Portwein? Und wer ist es? Ich meine, gerne wen? Geduld, Geduld. Ihr werdet ihn kennenlernen. Ich habe ihn für morgen zum Cocktail eingeladen. Ja, na dann. Tschüss. 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 Wie bitte? Was soll das? Das fragst du jetzt nicht im Ernst, oder? Nein, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Ich habe es dir tausendmal gesagt, es ist vorbei. Und tu mir bitte einen Gefallen, ruf mich nicht mehr an. Da ist jemand sauer. Oh, ich habe dich gar nicht bemerkt. Ich habe geklopft, wie sich das gehört. War das dein Freund in Kapstadt? Wie heißt er? George. Und George ist out. Ich habe mich von ihm getrennt. Was ist passiert? Okay, lass mich raten. Er hat dich betrogen. Nein. Oder doch. Irgendwie schon. Ich habe ihn nach 3 Jahren vor die Alternative gestellt. Entweder deine Ehe, die angeblich nicht mehr funktioniert, oder ich. Und der Blödmann hat sich für seine Ehe entschieden. Komm drüber hinweg. Du weißt ja, wie das ist. Unverhofft läuft dir jemand über den Weg. Du verknallst dich. Und schon ist der andere vergessen. Darüber mache ich mir im Moment am wenigsten Gedanken. Bleib hier, Amy. Geh nicht mehr zurück. Du hast mir gefehlt. Du bist die Einzige, mit der ich hier ernsthaft reden kann. Bist du in Schwierigkeiten? Geschäftlich? Ja. Aber das mit dem Kaufhaus in London ist nicht erfunden, oder? Nein. Aber es ist noch nicht ganz richtig. Garretts haben ein paar Sachen von mir gesehen, die sich gut verkauft haben und ihr Interesse bekundet. Mehr aber nicht. Aber das klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, vielleicht. Aber wenn du am Ball bleiben willst, dann musst du in Vorleistung treten und du musst einiges investieren. Eine neue Kollektion, ein größerer Laden, ein Atelier. Das kostet. Du hast nicht zufällig ein paar tausend Pfund übrig, die du nicht brauchst? Wieso fragst du nicht deinen Vater, Peter? Auf keinen Fall. Du hast ihn doch gehört. Er wartet doch nur darauf, dass ich auf die Nase falle. Den Gefallen tue ich ihm nicht. Beides gleichzeitig geht offenbar nicht. Was meinst du? Naja, Glück in der Liebe und im Beruf. Du hast recht. Wenigstens habe ich Glück in der Liebe. Ja, na eben. Wie sieht er aus? Und woher kennst du ihn? Du wirst ihn morgen Abend kennenlernen. Ah, oh, er ist ein Traum. Ich werde noch etwas Tee holen, Mrs. Wilcox. Danke, Betty. Morgen, Betty. Guten Morgen, Mann. Guten Morgen, mein Schatz. Na, wie hast du geschlafen? Ausgezeichnet, wie in alten Zeiten. Wo ist Vivian? Du, die ist schon unterwegs. Die hat einen Fototermin, du weißt, ihre neue Kollektion. Modelt sie selbst? Ja, und sie hat 2 Freundinnen, die ihr dabei helfen. Du weißt, das spart eine Menge Geld. Morgen, Betty. Aber sag ihm nichts davon. Er könnte es für unprofessionell halten. Morgen, ihr Lieben. Morgen. Morgen. Und auf Wiedersehen. Tut mir leid, ich hab's eilig. Ich werde im Büro erwartet. Bis später dann. Siehst du, so ist es immer. Ich sehe ihn kaum noch. Es ist so schade, für seine Familie hat er überhaupt keine Zeit mehr. Naja, wir frühstücken jetzt erstmal zu Ende und dann. Danke, Betty. Drehst du den Kopf noch etwas zur Seite? Ja, genau so, das ist gut. Sehr gut. Den Rücken gerade. Und nochmal. Sehr gut. Und lächeln. Den Kopf nach hinten. Wundervoll. Sehr gut. Leg dich mal hin. Okay, leg dich mal etwas seitlich. Halt, stopp!
Ja, sehr gut. Hübsch. Okay. Setz dich mal wieder aufrecht. Ja. Klasse. Fantastisch. Okay, du rutsch mal wieder runter. Gut. 10 Minuten Pause, ja? Okay, Mädchen. Umziehen, ja? So, das hier ist... Wo ist das Stativ? Es ist vor der Tür. Das Danke. Hier ist für dich und das ist für dich. Ich mach uns erstmal das Messer. Gefällt's euch? Entschuldigen Sie, ist Miss Wilcox da? Sekunde. Vivian, da ist jemand für dich. Mr. Holmes, ich habe Sie nicht vergessen. Und ich habe Sie nicht vergessen. Geben Sie mir noch 2 Tage, bitte, dann habe ich das Geld. Können Sie Ihrem Chef nicht sagen, Sie haben mich nicht angetroffen? Und übermorgen kommen Sie in meinen Laden und ich bezahle. Mr. Holmes, wenn Sie mir meine Boutique wegnehmen, dann ist mein ganzes Geschäft pleite und es kommt gar kein Geld mehr rein. In Ordnung. Aber nur 2 Tage. Danke. Ihr habt mein Leben gerettet, ihr und meine Dessous. Vielen Dank. Du hast schon gekündigt in Kapstadt, stimmt's? In dem Krankenhaus, in dem ich bisher gearbeitet habe? Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ich hier bleibe oder wieder nach Kapstadt zurückgehe. Ist auch egal. Du bist mutig. Du kommst nach mir, du schaffst es. Ich glaube, Vivian würde so einen Satz auch mal ganz gut tun. Ach, Vivian ist immer so unentschlossen. Du unterschätzt sie. Sie möchte heute dieses und morgen möchte sie jenes. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann geht sie eben zu deinem Stiefvater. Sie soll sich endlich mal entscheiden. Sei nicht so hart, Mann. Er ist ihr Vater. Ja, eben. Na, egal. Du, ich habe heute einen Friseurtermin. Um 2 Uhr. Wir könnten uns in der Stadt treffen. Aber nur, wenn du Lust hast. Ja, gerne. Schön. Perlen sind die Tränen der Götter, haben die alten Griechen gesagt. Perlen sind wunderbar. Ein Geschenk der Natur. Und es gibt sie in allen Farben. Wie die Liebe. Vom zarten Grün über Rosa, tiefrot bis hin zum Schwarz. Die Weißen haben sie vergessen. Ja, natürlich. Damit fängt ja alles an. Sind Sie meinetwegen hier? Gibt es Probleme mit der Versicherung? Nein. Und Sie haben es wahrscheinlich wieder eilig. Nein. Dann habe ich eine Idee. Kommen Sie. Oh, ich sehe, der Wagen ist schon repariert. War halb so schlimm. In Kapstadt gibt es eine ähnliche Stelle. Von dort hat man einen herrlichen Blick auf den Tafelberg. Damit kann ich hier leider nicht dienen. Sie haben mir noch gar nicht gesagt, was Sie beruflich machen. Was denken Sie denn? Anwalt? Sehe ich wirklich wie ein Anwalt aus? Irgendwie schon. Zuverlässig, integer, korrekt, hartnäckig? Nein. Oh. Chirurgen oder Pianisten sollten solche Hände haben. Und Schmuckdesigner. Sie sind Schmuckdesigner? Ja. Das gefällt mir. Setzen Sie sich. Ich muss leider los. Ich bin noch mit meiner Mutter verabredet. Schade. Ich hätte sie noch eine Weile ausgehalten. Es ist jetzt schon das 2. Mal, dass wir uns zufällig getroffen haben. Beim 3. Mal habe ich einen Wunsch frei. Mal sehen. Kommen Sie. Ich bringe Sie in die Stadt zurück. Es sieht super aus. Herzlichen Dank. Danke. Danke. Viel Spaß. Au revoir. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Mom! Ah, Amy! Du siehst fantastisch aus. Ja? Ja, das ist Pierre. Er ist einfach der Beste. Das sieht man. Geben wir ein Stück? Mhm. Ach, ich vermisse London. Ich würde so gerne wieder mal so richtig shoppen gehen oder eine schöne Ausstellung besuchen und abends ins Konzert, ins Theater oder in die Oper. Ach, Covent Garden. Aber das ist wahrscheinlich aussichtslos, weil Peter hasst Opern. Und wenn er nicht im Büro ist oder auf einer Geschäftsreise, dann ist er auf See. Ja, aber dann rede mit ihm. Sag ihm, dass du dich vernachlässigt fühlst. Ach, weißt du, Männer in seinem Alter ändern sich nicht mehr. Sie riskieren ja auch nichts, wenn sie ihre alten Gewohnheiten beibehalten. Ich glaube, die meisten Männer wissen nicht einmal, wie sehr die Frauen wegen ihnen leiden. Peter kriegt absolut nichts mit. Das ist ja sein Problem. Wusstest du, dass Dad wieder im Lande ist? Ja, er ist wieder zurück aus den Staaten. Er hat mich vor ungefähr 2 Jahren angerufen. Ich habe ihn gestern zufällig auf der Straße getroffen. Ah ja, und? Was hat er gesagt? Wir haben kaum miteinander gesprochen. Ja, warum denn nicht? Amy, bist du ihm immer noch böse? Ich meine, du hast ihn ja immer noch nicht verziehen. Du etwa? Er hat dich mit einer 10 Jahre jüngeren Amerikanerin betrogen und uns beide sitzen lassen. Aber Amy, das ist 15 Jahre her. Und wenn Oliver mich nicht verlassen hätte, dann wäre mir Peter nicht begegnet. Und Peter ist... Also jetzt auf einmal so. Du hast ein unheimliches Talent, dir alles schön zu reden. Hier sind die Dokumente. Ich hoffe, du weißt, was du tust.
Walter, wenn ich jetzt nicht fusioniere, werde ich über kurz oder lang von einem Textilriesen geschluckt. Und dann diktieren die Bedingungen. Jetzt behalte ich 51% und bestimme weiterhin den Kurs. Und was sagt Sally dazu? Sie weiß es noch nicht. Es ist Ihre Firma. Walter, ich bin der Geschäftsführer. Sally hat sich noch nie für diese Dinge interessiert. Warum soll ich sie jetzt damit belasten? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass mir nicht sehr wohl ist bei dieser Angelegenheit. Walter, jetzt mach dir keinen Kopf. Ich habe mir die Sache gut überlegt. Also gut. Dann werde ich die Verträge vorbereiten. Wann brauchst du sie? Ich gebe dir den genauen Termin durch. Ich hoffe nur, dass du Sally nicht wehtust. Hallo, Schwesterherz. Wie schön, dass du endlich da bist. Wow, der sieht super aus. Du aber auch. Komm, ich muss dir unbedingt meinen noch zukünftigen Ehemann vorstellen. Das ist er. Michael, ich möchte dir meine Schwester vorstellen. Das ist meine Schwester Amy, meine Stiefschwester, um genau zu sein. Hallo. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Spears. Spears, aber Sie können mich Michael nennen. Amy. Amy ist Ärztin. Sie war jahrelang in Südafrika, in Kapstadt. Ah ja, das ist sehr interessant. Am Tafelberg. Ich habe gehört, da ist gerade Winter, ja? Ich gehe mir mal ein Aperitif holen. Ach, das kann ich doch für Sie machen. Wie findest du ihn? Sympathisch. Sehr charmant. Mein Kompliment. Michael? Was sagt Peter? Ach ja, Peter möchte den Toast aussprechen. Kompliment. Danke, Betty. Ich trinke auf einen Hoffnungsschimmer. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Heute sieht es nämlich ganz so aus, als würde ich in diesem Haus voller Frauen, in dem ich mir ehrlich gesagt manchmal etwas verloren vorkomme, besser gesagt verloren bin, endlich mit männlicher Verstärkung rechnen können. Michael, willkommen an Bord. Willkommen, Michael. Oh, Entschuldigung. Ja? Tschüss. Ach, Sie sind's. Ja, gut, dass Sie anrufen. Ich fände es so schön, dass du meine Eltern endlich kennengelernt hast. Na gut, wir sehen's. Okay, bis später. Tut mir leid. Ich hatte noch ein wichtiges Geschäftstelefonat. Jetzt habe ich es gar nicht mitbekommen. Also, wie habt ihr euch kennengelernt? Das haben wir noch gar nicht erzählt. Wir würden es aber gerne hören. Ich war mit einer Freundin bei einem Wohltätigkeitsessen und... Beim Wohltätigkeitsessen? Ja, in Plymouth. Was ist daran so komisch? Nichts. Erzähl nur weiter. Ich stand da mit einem Glas Rotwein in der Hand. Das Glas war sehr voll. Auf einmal schubst mich jemand und schwupps war der Wein auf Michaels Anzug. Michael, ist das wahr? Naja, später hat sie dann gesagt, das war Absicht. Das traue ich ihr zu. Es wird kühl. Ich gehe mir mal eine Jacke holen. Ich habe Ihnen beim nächsten Treffen ein kleines Fässchen Salz mitgebracht. Ja, ja. Und sie hat darauf bestanden, die Rechnung für die Reinigung zu zahlen. Oh, schon so spät. Ich muss mich leider auch verabschieden. Ich habe noch etwas Arbeit. Oh, es war aber sehr nett, Sie kennengelernt zu haben. Danke. Ich habe mich auch sehr wohl bei Ihnen gefühlt. Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. Das hoffe ich auch. Schatz, ich bin nicht raus, ja? Mhm. Ein reizender junger Mann. Ja. Nun sag schon. Eigentlich wollte ich dich schon heute Morgen anrufen, aber ich wollte so gern dein Gesicht sehen, wenn ich dir die gute Nachricht überbringe. Negativ? Ja, sieh es dir selbst an. Oh Gott, bin ich froh. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich mir in den letzten Tagen alles ausgemalt habe.
Das möchte ich gar nicht wissen. Was wirst du jetzt tun? Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Ich weiß es noch nicht. Im Moment kann ich keinen vernünftigen Gedanken fassen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Hallo? Michael? Heute? Ja? Heute ist ein besonderer Tag. Ja, bis gleich. Amy, wie schön, dass Sie da sind. Ist es nicht wunderbar, dieser atemberaubende Blick in die Ferne? Mike, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ich fühle mich wie neu geboren. Was ist denn passiert? Sie sind so euphorisch. Wenn Sie in meine Haut stecken würden, wären Sie genauso begeistert wie ich. Vor ein paar Wochen habe ich einen Knoten in meiner rechten Brust entdeckt. Es ist alles in Ordnung. Ich habe heute erfahren, dass er harmlos ist. All die Sorgen und Ängste der letzten Wochen sind Vergangenheit. Ach, Michael, ich könnte die ganze Welt umarmen. Fangen Sie mit mir an. Sind Sie da? Es geht nicht. Es ist falsch, was wir machen. Wir können uns nicht wiedersehen. Ich kann nicht mehr zurück, Amy. Ich habe mich in dich verliebt. Ich kann meine Gefühle nicht zur Seite legen und so tun, als... Wie kannst du dich in mich verlieben, wenn du mich überhaupt nicht kennst? Wir haben uns zweimal gesehen. Zwei, drei oder zehnmal. Es zählt doch nicht, wie oft man sich gesehen hat, bevor man sich verlieben darf. Das ist schon beim ersten Mal passiert. Coup de foudre, sagen die Franzosen dazu, ein Blitzschlag. Ich habe sowas vorher auch noch nicht erlebt. Michael, ich kann nicht. Wegen Vivian? Ja, ich weiß, dass sie dich liebt. Und deine Gefühle? Vivian und ich, wir passen nicht zusammen. Es gibt keine Liebe zwischen uns. Ich bitte dich, vergiss diesen Nachmittag. Das werde ich ganz bestimmt nicht. Und was Vivian betrifft, ich werde sie verlassen. Tu das nicht. Sag mir eins, Amy. Empfindest du etwas für mich jetzt in diesem Moment? Ich muss nach Hause. Und noch was. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du morgen nicht zum Geburtstag meiner Mutter kommst. Sind ja wunderschön. Ach, danke, Amy. Mami, ich habe mich entschieden. Ich werde nicht zurück nach Kapstadt gehen. Was? Das ist ja wunderbar. Oh Gott, etwas Schöneres hättest du mir gar nicht schenken können, mein Schatz. Du hebst dir die Knaller immer für den besten Moment auf. Unser gemeinsames Geschenk. Gemeinsam? Was ist denn da drin? Nein. Eine Opernkarte. Für den Covent Garden. Mein Gott, ihr seid ja verrückt. Amys Idee. Du hast gesagt, dass du mal wieder in die Oper möchtest. Ach, Amy. Schatz, ich danke dir. Mein Gott. Und damit beschlossen und unterschrieben von beiden Parteien. So, darauf müssen wir anstoßen. Bin zufrieden. Jetzt können wir unsere Anrufskarte. Vielen Dank. Aber das sind ja zwei Karten. Für wen ist denn die zweite Karte? Ich glaube doch nicht im Ernst, dass ich Peter dazu bringe, mit mir in die Oper zu gehen. Wo steckt er eigentlich? Er sollte längst hier sein. Eigentlich war er zu meinem Geburtstag auch eingeladen. Die Gäste werden bald hier sein. Das kann doch nicht sein, dass er den vergessen hat. Na, heute Morgen hat er mir auch nicht gratuliert. Ihr habt euch heute Morgen nicht gesehen? Nein, er war schon weg, als ich aufgestanden bin. Betty, bring doch schon mal und den Champagner. Und er hat mich nicht angerufen bis jetzt. Oh Gott. Stimmt. Danke. So, Champagner. Oh. Danke. Danke.
auf neue Märkte und wachsende Umsätze für Barton and Fairbanks. Barton and Fairbanks. Cheers. Cheers. Naja, also, wir können ja wenigstens mal anstoßen. Hm? Er wird die Firma in 10 Minuten verlassen. Das hat seine Sekretärin gerade am Telefon gesagt. Ich habe auch mit ihr gesprochen. Die Verkaufs- und Fusionsverträge haben wohl etwas länger gedauert. Was für Verkaufs- und Fusionsverträge? Ach, bitte entschuldigen Sie mich, ich habe noch einen dringenden Termin. Da hinten ist ein kleines Buffet angerichtet. Bitte bedienen Sie sich. Oh ja, vielen Dank. Walter, kann ich dich einen Augenblick sprechen? Kannst du das hier elegant zu Ende bringen? Ich habe verdammt nochmal Sallys Geburtstag vergessen. Natürlich. Ich glaube, du solltest dich voll und ganz ihr widmen. Walter, mach dir keine Sorgen. Sally ist eine gescheite Frau. Wie du schon sagst. Sie ist eine Frau. Nein, gut. Danke dir. Ach, guck mal, da kommt er ja. Dann kannst du ihn selber fragen. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Mir ist noch was dazwischen gekommen. Aha. Woher wusstet ihr, dass was zu feiern gibt? Ah. Kleiner Scherz. Sally, du glaubst doch nicht, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ihn vergessen. Wahrscheinlich musst du dich Miss Carter erst daran erinnern. Aber das kann ja passieren, wenn man wichtige Verkaufsverhandlungen führt und Fusionsverträge abschließt. Du weißt davon? Ja. Ich wollte dich überraschen. Damit habe ich uns den europäischen Markt geöffnet. Weißt du, du kannst mich ja mal mit deinem europäischen Markt. Es reicht mir. Du hast das Erbe meines Vaters verschachert. Mist. Wer hat dir davon erzählt? Mom, warte. Nein, es reicht mir. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Ich habe meinen Geburtstag vergessen, meine Firma verschachert. Ich kann nicht mehr. Ich muss dieser Autoschlüssel. Wir nehmen meinen Wagen. Du bist ja viel zu aufgeregt. Tante Clara war die Schwester meines Vaters. Sie war eine, sagen wir mal, eine etwas merkwürdige Frau. Leider ist sie im letzten Jahr plötzlich verstorben und hat mir dieses Cottage hier vererbt. Davon hast du ja gar nichts erzählt. Ja, du bist ja auch lange weg gewesen. Und wir haben nicht jeden Tag telefoniert. Naja, jedenfalls ist das Haus seit ihrem Tod unbewohnt. Ich wollte es eigentlich herrichten lassen und als Ferienhaus vermieten. Aber jetzt habe ich eine bessere Idee. Du willst hierbleiben? Vorläufig zumindest. Und was ist mit dir? Fährst du wieder zurück? Ich kann dich doch jetzt nicht alleine lassen. Amy, es geht mir gut, wirklich. Nein, Mom, ist schon okay, ich bleibe hier. Ist doch klar. Schön. Danke. Das ist ja traumhaft. Was meinst du? Können wir zwei es hier eine Zeit lang miteinander aushalten? Natürlich. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Ja. Hallo, Vivian? Sally, wo bist du? Spielt keine Rolle, ich komme nicht zurück. Wenn du deswegen anrufst. Er leidet. Ja, ja, er leidet. Er leidet immer, und wenn er leidet, immer sehr theatralisch. Aber in Wirklichkeit hat er noch nie gelitten. Es prallt alles an ihm ab. Diesmal nicht. Er weiß nicht, wie er wieder rauskommen soll. Ist ja auch nicht so einfach. Er soll endlich begreifen, was er falsch gemacht hat. Hilfst du ihm? Du bist doch ein starkes Mädchen. Ich habe meine eigenen Probleme. Wieso? Ist was mit Michael? Ja. Er ist trotz Einladung nicht zu deiner Geburtstagsfeier gekommen. Schöne Geburtstagsfeier. Findest du nicht, dass es langsam reicht? Keineswegs. Ich habe Bock missgebaut und der muss jetzt runtergespült werden. Aber das ist jetzt wirklich das Letzte. Versprochen? Naja. Abgemacht. Sag mir, was ich tun soll. Rede mit ihr. Bitte sie um Verzeihung. Ihr Frau macht alles so kompliziert. Ohne euch wäre das Leben viel einfacher. Aber auch viel langweiliger. Mom, ich habe einen für dich mitgemacht. Dankeschön. Das war Vivian. Sie hat versucht, für ihren Vater ein gutes Wort einzulegen. Willst du dich von Peter trennen? Ach komm, lassen wir das. Ich will mir meinen heutigen Geburtstag nicht noch mehr vermiesen lassen. Hm? Du, komm, weißt du was? Wir fahren jetzt in die Stadt. Wir müssen ohnehin einige Sachen einkaufen und dann mieten wir uns ein paar Räder und machen morgen eine Radtour. Mhm, gerne. Siehst du, das Leben ist ohne Männer oft viel leichter.
Und was machst du jetzt? Wenn Sally sich scheiden lässt, stehst du ganz schlecht da. Blödsinn, sie lässt sich doch nicht scheiden. Darf ich dich daran erinnern? Ihr hattet beide Gütertrennung in eurem Ehevertrag vereinbart. Mutter, jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. Du würdest ausgezogen bis auf die Unterhose dastehen. Als dein Anwalt kann ich dir nur raten, dich schleunigst mit ihr zu vertragen. Und wie? Ich weiß noch nicht mal, wo sie ist. Es scheint mir, als wüsstest du überhaupt sehr wenig von ihr, dafür, dass ihr 15 Jahre verheiratet seid. Zum Glück werde ich mit der Fusion mehr Zeit für sie haben. Mutter, ich liebe sie wie am ersten Tag. Und wann hast du ihr das letzte Mal gesagt? Und was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun? Ruf sie an. Verbring etwas Zeit mit ihr und mach ihr ein außergewöhnliches Geschenk. Also irgendetwas stimmt mit dem Fahrrad nicht. Einfach treten, Mann. Geht nicht. Die Kette klemmt fest. Ach, so ein Mist. Was machen wir denn jetzt? Da kommt ein Auto. Den halte ich jetzt auf. Halt! Halt, bleiben Sie stehen, bitte. Stehen bleiben. Ich brauche Hilfe. Bitte bleiben Sie stehen. Amy, du wirst es nicht glauben. Das glaube ich jetzt ja nicht. Und schau mal, wer da ist. Hallo, Amy. Hallo, Dad. So schnell sieht man sich wieder. Ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Schau mir das mal an. Weißt du noch, unsere Fahrradtour nach St. Ives damals? Da ist uns genau das Gleiche passiert. Und es hat gegossen wie aus Kübeln. Bravo. Danke. Das war auch an deinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ach, danke schön. Ich habe Blumen für dich abgegeben. Bei dir zu Hause. Sonnenblumen. Dass du das noch weißt. Leider warst du nicht da. Ja, Amy und ich, wir richten gerade Tante Claras Cottage ein. Ach, das ist ja gar nicht weit von hier. Wie wär's denn, wenn ihr beide nachher zum Tee bei mir vorbeikommt? Ja, wir... Ja, oder du kommst bei uns vorbei. Okay. Wir wollten auch später noch zum Einkaufen gehen. Sagen wir um 4? Ja, bis später. Danke. Ich freue mich sehr. Können wir dann? Also, du hättest ein wenig freundlicher sein können. Es ist Peter. Hallo? Es tut mir leid, Peter. Sie möchte dich gerade nicht sprechen. Ja, gut. Ich richte sie aus. Bye. Ich soll dir sagen, dass es ihm leid tut und dass er dich heute Abend zum Dinner einladen möchte. Das war alles? Ja. Siehst du, für ihn ist das nach wie vor nur ein kleiner Ausrutscher, den er mit einem Abendessen ausbügeln kann. Aber das reicht nicht, Mr. Wilcox, das reicht nicht. Das ist hervorragend. Das Boot ist ganz okay, aber 2,5 Millionen ist zu viel. Da müssen Sie mir schon irgendwie entgegenkommen. 2 Millionen. Einverstanden? Einverstanden. Wir sehen uns morgen im Hafen. Der hat doch wirklich keine Zeit, auch noch Einkäufe zu machen. So, ich fahre jetzt los. Was? Bitte könntest du mir wenigstens helfen, die Sachen noch reinzutragen. Du kannst doch im Wartezimmer sitzen bleiben, wenn du deinen Vater nicht sehen willst. Okay. Gut, dass ihr da seid. Notfall. Wahrscheinlich ein akuter Appendix. Tut es weh? Ah! Natürlich, man muss dringend operiert werden. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Keine Angst, ich komme mit. Soll ich die Patienten nach Hause schicken? Amy, könntest du vielleicht, bis ich zurück bin... Klar. Soll ich seine Eltern anrufen? Das mache ich. Wird alles gut. Fahr ruhig mit ins Krankenhaus. Ich halte die Stellung. Danke, Amy. Kann ich dir irgendwas helfen? Danke, Mann. Ich mach das schon. Amy?
Sally wird nicht zurückkommen. Ich hab sie gesehen mit ihrem ersten Mann Oliver. Die Turteltäubchen. Du hast sie nachspioniert? Ja. Ich weiß ja gar nicht, was ein Mann da alles für verrückte Sachen macht, wenn er seine Liebe zurückgewinnen will. Hast du mit ihr gesprochen? Ja. Sonnenblumen. Was ist damit? Ich habe ganz vergessen, welche Sallys Lieblingsblumen sind. Ist denn das so wichtig? Was hast du denn? Michael hat mit mir Schluss gemacht. Er hat gesagt, wir passen nicht zueinander. Aber das glaube ich ihm nicht. Ich bin sicher, er hat eine andere. Wie kommst du da drauf? Sowas spürt man einfach. Selbst wenn er eine andere hätte, das passiert manchmal. Und es tut weh, es tut sehr weh sogar. Aber man kann nichts dagegen tun. Doch, das kann man. Man kann wütend sein, das bin ich, diese Wütende. Vivian, wir sind eben zwei gestrandet. Peter und Vivian Wilcox. Zwei Opfer der Liebe. Auf Wiedersehen, Mrs. Waters. Eine gute Besserung. Der nächste, bitte, Gwenda. Feierabend. Ihr Vater wird staunen. Was ist hier passiert? Wo sind denn die Patienten? Ihre Tochter ist super. Wie geht's denn dem Jungen? Alter, das war höchste Eisenbahn. Wenn du nicht so Vivian, ich brauche deine Hilfe. Du kannst auf mich zählen. Guten Morgen, Peter. Morgen, Thomas. Ein wundervoller Tag. Ja. Und? Haben Sie es sich anders überlegt? Nein, nein. Im Gegenteil, ich kann es kaum erwarten. Und das Geld wartet darauf, seinen Besitzer zu wechseln. Gut. Ihre Frau wird bestimmt überwältigt sein, wenn sie die Yacht sieht. Wissen Sie, was der glücklichste Tag im Leben eines Bootsbesitzers ist? Der Tag, an dem er das Boot kauft. Gutes Timing, Mr. Holmes. Soll das heißen, Sie haben das Geld? Ja, das soll es. Es ist abgezählt. 8.000 Pfund. Das hätten Sie nicht gedacht, oder? Nein. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Gefällt Ihnen das? Für Ihre Frau? Sehr schön. Aber es wird Ihnen nicht passen. Ich packe es trotzdem allein, ja? Nun, wenn es umsonst ist, werden wir Sie schon irgendwie da reinkriegen. Ich bringe Sie runter. Und die Formalitäten erledigen wir unten in meinem Büro. Danke. Bitte. Was ist los mit dir? Was machst du für ein Gesicht? Du siehst irgendwie unglücklich aus. Bin ich auch. Seitdem ich hier bin, läuft alles schief. Meine Mutter trennt sich von Peter. Mein Vater taucht plötzlich auf. Und als ob das nicht schon genug wäre, verliebe ich mich auch noch in den falschen Mann. Verheiratet? Nein. Das hatte ich schon. Diesmal ist es schlimmer. Er ist der Freund meiner Schwester. Vivian, ich habe eine Idee, wie ich das mit Sally wieder hinbiegen könnte. Du kennst doch dieses Café unten am Hafen, wo man so eine schöne Sicht auf die Boote hat. Ja, genau. Sag mal, könntest du vielleicht mit Sally, sagen wir, in einer Stunde? Ja, das schaffst du schon. Okay, danke. Stuart? Sehr gut. Hier in dem Park habe ich das erste Mal jemanden geküsst. Später wird die Liebe dann komplizierter. Es geschieht, was geschehen soll. Du sagst, Michael möchte deine Schwester sowieso verlassen. Vielleicht solltest du eine Weile warten. Nein. Das wäre Vivian gegenüber nicht fair. Ein falsches Spiel. Das will ich nicht. Dann musst du es ihr sagen. Es tut mir leid, ich muss gehen. Aber das Abendessen holen wir irgendwann nach. Ja, machen wir. Ach, und ruf mich an, wenn du den Job in der Klinik möchtest. Ich habe ihn nie so vorher gesehen. So hilflos, so. Er darf nicht sterben. Emmy, bitte, er darf nicht sterben. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn und er braucht mich. Beruhige dich.
Du gehst jetzt nach Hause. Was Peter jetzt vor allen Dingen braucht, ist Ruhe. Machen Sie sich keine Sorgen. Bei uns ist er gut aufgehoben. Mann, du musst mit Dad sprechen. Ja. Ja. Nein, Peter ist in guten Händen. Dir geht's nicht gut. Nein. Nein, mir geht's schrecklich. Kann ich wirklich nichts für dich tun? Nein. Ja, dann. Bis morgen. Frühstücken wir zusammen. Nein, Oliver. Ich werde gleich jetzt dann meine Sachen packen und morgen in der Früh wieder nach Hause zurückfahren. Ich liebe Peter. Ich war allein. Verletzt. Und dabei hat er doch alles nur für uns getan. Für Vivian, Amy und mich. Er will sogar sein Boot verkaufen. Es ist, was es ist. Trotzdem danke. Die letzten Tage mit dir waren so wunderschön. Du hast mir so unheimlich gut getan. Jetzt guck nicht so schuldbewusst. Ich bin ja noch. All die Sorgen und Ängste der letzten Wochen sind Vergangenheit. Ach, Michael, ich könnte die ganze Welt umarmen. Fangen Sie mit mir an. Sind Sie da? Es geht nicht. Es ist falsch, was wir machen. Wir können uns nicht wiedersehen. Ich kann nicht mehr zurück, Amy. Ich habe mich in dich verliebt. Ich kann meine Gefühle nicht zur Seite legen und so tun, als... Wie kannst du dich in mich verlieben, wenn du mich überhaupt nicht kennst? Wir haben uns zweimal gesehen. 2, 3 oder 10 Mal. Es zählt doch nicht, wie oft man sich gesehen hat, bevor man sich verlieben darf. Das ist schon beim ersten Mal passiert. Coup de foudre, sagen die Franzosen dazu, ein Blitzschlag. Ich habe sowas vorher auch noch nicht erlebt. Michael, ich kann nicht. Wegen Vivian? Ja, ich weiß, dass sie dich liebt. Und deine Gefühle? Vivian und ich, wir passen nicht zusammen. Es gibt keine Liebe zwischen uns. Ich bitte dich, vergiss diesen Nachmittag. Das werde ich ganz bestimmt nicht. Und was Vivian betrifft, ich werde sie verlassen. Tu das nicht. Sag mir eins, Amy. Empfindest du etwas für mich, jetzt in diesem Moment? Ich muss nach Hause. Und noch was. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du morgen nicht zum Geburtstag meiner Mutter kommst.
sind ja wunderschön. Ach, danke, Rini. Mami, ich habe mich entschieden. Ich werde nicht zurück nach Kapstadt gehen. Was? Das ist ja wunderbar. Oh Gott, etwas Schöneres hättest du mir gar nicht schenken können, mein Schatz. Du hebst dir die Knaller immer für den besten Moment auf. Unser gemeinsames Geschenk. Gemeinsam? Was ist denn da drin? Ich hab's dir tausendmal gesagt, es ist vorbei. Und tu mir bitte einen Gefallen, ruf mich nicht mehr an. Da ist jemand sauer. Oh, ich hab dich gar nicht bemerkt. Ich hab geklopft, wie sich das gehört. War das dein Freund in Kapstadt? Wie heißt er? George. Und George ist out. Ich hab mich von ihm getrennt. Was ist passiert? Okay, lass mich raten. Er hat dich betrogen. Nein. Oder doch. Irgendwie schon. Ich habe ihn nach 3 Jahren vor die Alternative gestellt. Entweder deine Ehe, die angeblich nicht mehr funktioniert, oder ich. Und der Blödmann hat sich für seine Ehe entschieden. Komm drüber hinweg. Du weißt ja, wie das ist. Unverhofft läuft dir jemand über den Weg, du verknallst dich. Und schon ist der andere vergessen. Darüber mache ich mir im Moment am wenigsten Gedanken. Bleib hier, Amy. Geh nicht mehr zurück. Du hast mir gefehlt. Du bist die Einzige, mit der ich hier ernsthaft reden kann. Bist du in Schwierigkeiten? Geschäftlich? Ja. Aber das mit dem Kaufhaus in London ist nicht erfunden, oder? Nein. Aber es ist noch nicht ganz richtig. Garretts haben ein paar Sachen von mir gesehen, die sich gut verkauft haben und ihr Interesse bekundet. Mehr aber nicht. Aber das klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, vielleicht. Aber wenn du am Ball bleiben willst, dann musst du in Vorleistung treten und du musst einiges investieren. Eine neue Kollektion, ein größerer Laden, ein Atelier. Das kostet. Du hast nicht zufällig ein paar tausend Pfund übrig, die du nicht brauchst? Wieso fragst du nicht deinen Vater, Peter? Auf keinen Fall. Du hast ihn doch gehört. Er wartet doch nur darauf, dass ich auf die Nase falle. Den Gefallen tue ich ihm nicht. Beides gleichzeitig geht offenbar nicht. Was meinst du? Na ja, Glück in der Liebe und im Beruf. Du hast recht. Wenigstens habe ich Glück in der Liebe. Ja, na eben. Wie sieht er aus? Und woher kennst du ihn? Du wirst ihn morgen Abend kennenlernen. Ah, oh, er ist ein Traum. Ich werde noch etwas Tee holen, Mrs. Wilcox. Danke, Betty. Morgen, Betty. Guten Morgen, Mann. Guten Morgen, mein Schatz. Na, wie hast du geschlafen? Ausgezeichnet, in alten Zeiten. Wo ist Vivienne? Du, die ist schon unterwegs. Die hat einen Fototermin, du weißt, ihre neue Kollektion. Modelt sie selbst? Ja, und sie hat 2 Freundinnen, die ihr dabei helfen. Du weißt, das spart eine Menge Geld. Morgen, Betty. Aber sag ihm nichts davon. Er könnte es für unprofessionell halten. Morgen, ihr Lieben. Morgen. Morgen. Und auf Wiedersehen. Tut mir leid, ich hab's eilig. Ich werde im Büro erwartet. Bis später dann. Siehst du, so ist es immer. Ich sehe ihn kaum noch. Es ist so schade, für seine Familie hat er überhaupt keine Zeit mehr. Naja, wir frühstücken jetzt erst. Amy, du siehst fantastisch aus. Ja? Ja, das ist Pierre. Er ist einfach der Beste. Das sieht man. Geben wir ein Stück? Mhm. Ach, ich vermisse London. Ich würde so gerne wieder mal so richtig shoppen gehen oder eine schöne Ausstellung besuchen und abends ins Konzert, ins Theater oder in die Oper. Ach, Covent Garden. Aber das ist wahrscheinlich aussichtslos, weil Peter hasst Opern. Und wenn er nicht im Büro ist oder auf einer Geschäftsreise, dann ist er auf See. Ja, aber dann rede mit ihm. Sag ihm, dass du dich vernachlässigt fühlst. Ach, weißt du, Männer in seinem Alter ändern sich nicht mehr. Sie riskieren ja auch nichts, wenn sie ihre alten Gewohnheiten beibehalten. Ich glaube, die meisten Männer wissen nicht einmal, wie sehr die Frauen wegen ihnen leiden. Peter kriegt absolut nichts mit. Das ist ja sein Problem. Wusstest du, dass Dad wieder im Lande ist? Ja, er ist wieder zurück aus den Staaten. Er hat mich vor ungefähr 2 Jahren angerufen. Ich habe ihn gestern zufällig auf der Straße getroffen. Ah ja, und? Was hat er gesagt? Wir haben kaum miteinander gesprochen. Ja, warum denn nicht? Amy, bist du ihm immer noch böse? Ich meine, du hast ihn ja immer noch nicht verziehen. Du etwa? Er hat dich mit einer 10 Jahre jüngeren Amerikanerin betrogen und uns beide sitzen lassen. Aber Amy, das ist 15 Jahre her. Und wenn Oliver mich nicht verlassen hätte, dann wäre mir Peter nicht begegnet. Und Peter ist... Also jetzt auf einmal so. Du hast ein unheimliches Talent, dir alles schön zu reden. Hier sind die Dokumente. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Walter, wenn ich jetzt nicht fusioniere, werde ich über kurz oder lang von einem Textilriesen geschluckt. Und dann diktieren die Bedingungen. Jetzt behalte ich 51% und bestimme weiterhin den Kurs. Und was sagt Sally dazu?
Sie weiß es noch nicht. Es ist Ihre Firma. Mutter, ich bin der Geschäftsführer. Sally hat sich noch nie für diese Dinge interessiert. Warum soll ich Sie jetzt damit belasten? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass mir nicht sehr wohl ist bei dieser Angelegenheit. Mutter, jetzt mach dir keinen Kopf. Ich habe mir die Sache gut überlegt. Also gut. Dann werde ich die Verträge vorbereiten. Wann brauchst du sie? Ich gebe dir den genauen Termin durch. Ich hoffe nur, dass du Sally nicht wehtust. Hallo, Schwesterherz. Wie schön, dass du endlich da bist. Wow, der sieht super aus. Du aber auch. Komm, ich muss dir unbedingt meinen neuen zukünftigen Ehemann vorstellen. Das ist er. Michael, ich möchte dir meine Schwester vorstellen. Das ist meine Schwester Amy, meine Stiefschwester, um genau zu sein. Hallo. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Spears. Spears, aber Sie können mich Michael nennen. Amy. Amy ist Ärztin. Sie war jahrelang in Südafrika, in Kapstadt. Ah ja, das ist sehr interessant. Am Tafelberg. Ich habe gehört, da ist gerade Winter, ja? Ich gehe mir mal ein Aperitif holen. Das ist hervorragend. Das Boot ist ganz okay, aber 2,5 Millionen ist zu viel. Da müssen Sie mir schon irgendwie entgegenkommen. 2 Millionen. Einverstanden? Einverstanden. Wir sehen uns morgen im Hafen. Amy! Wollen wir einen Kaffee trinken? Nein, danke. Meine Mutter müsste jeden Moment kommen. Ach, übrigens, die Tränen der Götter, das haben nicht die alten Griechen gesagt, sondern die Perser. Die Griechen nannten die Perlen Tau des Mondes. Klingt auch gut. Wo hast du das? Das habe ich nachgeschlagen. Sieh mich nicht so an, Michael. Ich muss mit dir reden. Später. Heute Nachmittag? Was soll das für einen Sinn haben? Und außerdem geht es auch gar nicht. Wir sind schon verabredet. Meine Mutter und ich haben zum Tee eingeladen. Oder vielleicht doch. Heute Nachmittag. Wo? Schnell. An der Stelle, von wo man den Tafelberg sehen kann. Hallo, Mrs. Wilcox. Hallo, Michael. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Sagen Sie, Michael, was ist denn los zwischen Ihnen und Vivian? Was meinen Sie? Ja, sie hat so Andeutungen gemacht. Nichts. Entschuldigen Sie, ich muss zurück in den Laden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Er hat sie versetzt. Vivian ist unglücklich. Hast du das nicht bemerkt? Amy ist nicht da. Nein, sie hatte ganz plötzlich eine Verabredung. Das habe ich mir gedacht. Eine Ingwertorte. Ich weiß doch, dass du das immer so gerne zum Tee hattest. Manche Sachen vergisst man nicht. Meistens sind das Kleinigkeiten, eine schöne Melodie, der erste Kuss. Eine verregnete Radtour. Sonnenblumen. Ja, ich habe dir noch was mitgebracht. Oh, unsere alten Bilder. Die habe ich mir nochmal angeschaut, nachdem wir uns getroffen haben. Du bist ja sentimental. Und wie, das weißt du doch. Das sind unsere gemeinsamen Erinnerungen. Möchtest du noch Tee? Ja, gerne, danke. Ja, wie gesagt, Peter hat eine Tochter mit in die Ehe gebracht, Vivian. Und Vivian und Amy haben... Schnell. An der Stelle, von wo man den Tafelberg sehen kann. Hallo, Mrs. Wilcox. Hallo, Michael. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Sagen Sie, Michael, was ist denn los zwischen Ihnen und Vivian? Was meinen Sie? Ja, sie hat so Andeutungen gemacht. Nichts? Entschuldigen Sie, ich muss zurück in den Laden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Er hat sie versetzt. Vivian ist unglücklich. Hast du das nicht bemerkt?
Amy ist nicht da. Nein, sie hatte ganz plötzlich eine Verabredung. Das habe ich mir gedacht. Hm. Eine Ingwertorte. Ich weiß doch, dass du das immer so gerne zum Tee hattest. Manche Sachen vergisst man nicht. Meistens sind das Kleinigkeiten, eine schöne Melodie, der erste Kuss. Eine verregnete Radtour. Sonnenblumen. Ja. Ich hab dir noch was mitgebracht. Oh, unsere alten Bilder. Die habe ich mir nochmal angeschaut, nachdem wir uns getroffen haben. Du bist ja sentimental. Und wie, das weißt du doch. Das sind unsere gemeinsamen Erinnerungen. Möchtest du noch Tee? Ja, gerne, danke. Ja, wie gesagt, Peter hat eine Tochter mit in die Ehe gebracht, Vivian. Und Vivian und Amy haben sich sofort sehr gut verstanden. Wir sind sowas wie eine perfekte Bachelorfamilie. Mit allen Höhen und Tiefen. Und deine Ehe? Meine Ehe, 3 Jahre. Wir haben uns nach 3 Jahren getrennt. Es war ein Fehler, aber das weiß man ja immer erst hinterher. Ich hätte nicht weggehen sollen. Du hättest dich öfter melden können. Ich hab mich nicht getraut. Ich hatte Angst, die alten Wunden wieder aufzureißen. Siehst du, Amy ist mir immer noch böse. Sie hatte es auch besonders schwer. Du warst ihr großes Vorbild. Sie hat dich vergöttert. Und du warst ihre erste große Enttäuschung. Ich weiß. Ich kann es nicht wieder rückgängig machen. Es tut mir sehr leid. Dann sag ihr das. Wenn du hier wieder ein gutes Verhältnis zu deiner Tochter haben willst, dann musst du dich um sie bemühen. Mehr als um mich. Ich hab dir längst verziehen. Schade, dass sie nicht hier ist. Ich hätte ihr gerne auch meine Praxis gezeigt. Die Gelegenheit wird sich sicher ergeben. Sie hat mir gesagt, dass sie nicht wieder zurück nach Kapstadt gehen wird. Was, sie bleibt hier? Ich suche gerade jemanden, der... Könntest du nicht mal mit ihr reden? Ich brauche dringend Verstärkung. Amy... Betty, bitte stellen Sie sich dahin. Danke, Betty. Sie denken an den Kuchen für Amy, ja? Aber natürlich, Mrs. Wilcox. Ist schon so gut wie gemacht. Natürlich. Danke vielmals. Danke, Betty. Ich mach das. Willst du auch? Nein, danke. Du machst mich ganz nervös, Sally. Sie sollte längst hier sein. Vermutlich hat der Flieger Verspätung. Wieso wollte sie eigentlich nicht, dass wir sie abholen? So, wenn Sie hier bitte unterschreiben würden. Ja, natürlich. Haben Sie vielen Dank. Gerne. Soll ich Ihnen das Dach öffnen? Oh, ja, gerne. Also, ich rufe Sie jetzt an. Gott, sie meldet sich nicht. Ach, Mom. Jetzt mach die Mann nicht verrückt, sie wird schon kommen. Bis heute Abend, dann. Ich komme nicht wieder so spät. Ich mach doch nur alles für unsere Firma. Schön festhalten. Alles okay? Bitte schön.
und los. Entschuldigung, wo finde ich denn Dr. Collins? Am Ende der Einfahrt, Haus 7. Danke. Die letzten Tage mit dir waren so wunderschön. Du hast mir so unheimlich gut getan. Jetzt guck nicht so schuldbewusst. Ich bin ja noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. Du hast mich nicht? Nein. Ich glaube, ich bin darüber hinweg. Gestern habe ich dich gehasst und Michael und alle. Aber heute? Nein. Was so eine kleine Gehirnerschütterung ausmacht. Weißt du, Amy, heute Nacht ist mir vieles klar geworden. Ich bin selber schuld. Ich hätte es merken müssen. Ich hatte mir etwas eingebildet, was es gar nicht gab. Michael war vielleicht am Anfang verliebt in mich. Aber er hat mich nie wirklich geliebt. Und das wollte ich nicht wahrhaben. Eine einseitige Liebe funktioniert eben nicht. Und wenn du es nicht gewesen wärst, dann wäre ich vielleicht in mein eigenes Unglück gerannt. Au! Jetzt haben wir in einer halben Stunde so viel geredet wie in der ganzen Zeit, nicht seit ich hier bin. Ich bin sehr froh, dass wir geredet haben. Ich auch. Judy hat gesagt, wenn alles gut verläuft, dann kannst du bald entlassen werden. Das muss ich auch. Es gibt viel zu tun. Es hat geklappt. Ich gehe als Designerin nach London. Und was hast du vor? Ich werde das Angebot von meinem Vater annehmen und in seine Praxis einsteigen. Ja, ich habe gemerkt, dass wir uns doch ähnlicher sind, als ich dachte. Na, jetzt komm rein. Sie frisst dich schon nicht. Ich lass euch mal rein. Danke. Setz dich. Ich komme gerade von Peter. Ich bin so erleichtert, dass er wieder gesund wird. Er ist schon wieder putzmunter. Er hatte wirklich Glück im Unglück. Dass er den Infarkt in der Klinik bekommen hat. Und was ist mit Dad? Es war sehr gut, dass ich deinem Vater wieder begegnet bin. Somit war ich gezwungen, über meine Gefühle zu Peter nachzudenken. Ich habe mich jedenfalls entschieden, in Dads Praxis einzusteigen. Ja? Oh, du, das freut mich. Für ihn und für dich. Ja, vielleicht bin ich ja das kleine Trostpflaster, was er jetzt braucht. Oh, Schatz. Bitte, ja? Haben Sie einen Spiegel? Störe ich? Nein, überhaupt nicht. Kommen Sie, Michael. Ich muss ohnehin schon gehen. Ich treffe den Schiffsmakler. Oh. Die sind für Sie. Oh, Michael, das ist überreizend. Sehr gerne. Dankeschön. Jetzt guck nicht so schuldbewusst. Ich bin ja noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. Du hast mich nicht... Nein. Ich glaube, ich bin darüber hinweg. Gestern habe ich dich gehasst und Michael und alle. Aber heute? Nein. Was so eine kleine Gehirnerschütterung ausmacht. Weißt du, Amy, heute Nacht ist mir vieles klar geworden. Ich bin selber schuld. Ich hätte es merken müssen. Ich hatte mir etwas eingebildet, was es gar nicht gab. Michael war vielleicht am Anfang verliebt in mich. Aber er hat mich nie wirklich geliebt. Und das wollte ich nicht wahrhaben. Eine einseitige Liebe funktioniert eben nicht. Und wenn du es nicht gewesen wärst, dann wäre ich vielleicht in mein eigenes Unglück gerannt. Au! Jetzt haben wir in einer halben Stunde so viel geredet wie in der ganzen Zeit, nicht seit ich hier bin. Ich bin sehr froh, dass wir geredet haben. Ich auch. Judy hat gesagt, wenn alles gut verläuft, dann kannst du bald entlassen werden. Das muss ich auch. Es gibt viel zu tun. Es hat geklappt. Ich gehe als Designerin nach London. Und was hast du vor? Ich werde das Angebot von meinem Vater annehmen und in seine Praxis einsteigen. Ja, ich
Hab gemerkt, dass wir uns doch ähnlicher sind, als ich dachte. Na, jetzt komm rein. Sie frisst dich schon nicht. Ich lass mich mal rein. Danke. Setz dich. Ich komme gerade von Peter. Ich bin so erleichtert, dass er wieder gesund wird. Er ist schon wieder putzmunter. Er hatte wirklich Glück im Unglück, dass er den Infarkt in der Klinik bekommen hat. Und was ist mit Dad? Es war sehr gut, dass ich deinem Vater wieder begegnet bin. Somit war ich gezwungen, über meine Gefühle zu Peter nachzudenken. Ich habe mich jedenfalls entschieden, in Dads Praxis einzusteigen. Ja? Oh, du, das freut mich. Für ihn und für dich. Ja, vielleicht bin ich ja das kleine Trostpflaster, was er jetzt braucht. Oh, Schatz. Betty, ja? Haben Sie einen Spiegel? Störe ich? Nein, überhaupt nicht. Kommen Sie, Michael. Ich muss ohnehin schon gehen. Ich treffe den Schiffsmakler. Oh. Die sind für Sie. Oh, Michael, das ist aber reizend. Sehr gerne. Dankeschön. Schließ mal die Augen. Vorsicht. Miss Wilcox, sind Sie da? Es geht nicht. Es ist falsch, was wir machen. Wir können uns nicht wiedersehen. Ich kann nicht mehr zurück, Amy. Ich habe mich in dich verliebt. Ich kann meine Gefühle nicht zur Seite legen und so tun, als... Wie kannst du dich in mich verlieben, wenn du mich überhaupt nicht kennst? Wir haben uns zweimal gesehen. Zwei, drei oder zehnmal. Es zählt doch nicht, wie oft man sich gesehen hat, bevor man sich verlieben darf. Das ist schon beim ersten Mal passiert. Coup de foudre, sagen die Franzosen dazu. Ein Blitzschlag. Ich habe sowas vorher auch noch nicht erlebt. Michael, ich kann nicht. Wegen Vivian? Ja. Ich weiß, dass sie dich liebt. Und deine Gefühle? Vivian und ich, wir passen nicht zusammen. Es gibt keine Liebe zwischen uns. Ich bitte dich, vergiss diesen Nachmittag. Das werde ich ganz bestimmt nicht. Und was Vivian betrifft, ich werde sie verlassen. Tu das nicht. Sag mir eins, Amy. Empfindest du etwas für mich, jetzt in diesem Moment? Ich muss nach Hause. Und noch was. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du morgen nicht zum Geburtstag meiner Mutter kommst. Die sind ja wunderschön. Ach, danke, Rini. Mami, ich habe mich entschieden. Ich werde nicht zurück nach Kapstadt gehen. Was? Das ist ja wunderbar. Oh Gott, etwas Schöneres hättest du mir gar nicht schenken können, mein Schatz. Du hebst dir die Knaller immer für den besten Moment auf. Unser gemeinsames Geschenk. Gemeinsam? Was ist denn da drin? Nein. Eine Opernkarte. Für den Covent Garden. Mein Gott, ihr seid ja verrückt. Amys Idee. Du hast gesagt, dass du mal wieder in die Oper möchtest. Ach, Amy. Mein Schatz, ich danke dir. Mein Gott. Und damit beschlossen und unterschrieben von beiden Parteien. So, darauf müssen wir Anschlüsse. Zufrieden. Jetzt können wir unsere andere Karte. Vielen Dank. Aber das sind ja zwei Karten. Für wen ist denn die zweite Karte? Ich glaube doch nicht im Ernst, dass ich Peter dazu bringe, mit mir in die Oper zu gehen. Wo steckt er eigentlich? Er sollte längst hier sein. Eigentlich war er zu meinem Geburtstag auch eingeladen. Die Gäste werden bald hier sein. Das kann doch nicht sein, dass er den vergessen hat. Na, heute Morgen hat er mir auch nicht gratuliert. Spielt keine Rolle, ich komme nicht zurück. Wenn du deswegen anrufst. Er leidet. Ja, ja, er leidet. Er leidet immer, und wenn er leidet, immer sehr theatralisch. Aber in Wirklichkeit hat er noch nie gelitten. Es prallt alles an ihm ab. Diesmal nicht. Er weiß nicht, wie er wieder rauskommen soll. Ist ja auch nicht so einfach. Er soll endlich begreifen, was er falsch gemacht hat. Hilfst du ihm? Du bist doch ein starkes Mädchen. Ich habe meine eigenen Probleme. Wieso? Ist was mit Michael? Ja. Er ist trotz Einladung nicht zu deiner Geburtstagsfeier gekommen. Sch-
schöne Geburtstagsfeier. Findest du nicht, dass es langsam reicht? Keineswegs. Ich habe Bock missgebaut und der muss jetzt runtergespült werden. Aber das ist jetzt wirklich das Letzte. Versprochen? Naja. Abgemacht. Sag mir, was ich tun soll. Rede mit ihr. Bitte sie um Verzeihung. Ihr Frau macht alles so kompliziert. Ohne euch wäre das Leben viel einfacher. Aber auch viel langweiliger. Mom, ich habe einen für dich mitgemacht. Dankeschön. Das war Vivian. Sie hat versucht, für ihren Vater ein gutes Wort einzulegen. Willst du dich von Peter trennen? Ach komm, lassen wir das. Ich will mir meinen heutigen Geburtstag nicht noch mehr vermiesen lassen. Komm, weißt du was? Wir fahren jetzt in die Stadt. Wir müssen ohnehin einige Sachen einkaufen und dann mieten wir uns ein paar Räder und machen morgen eine Radtour. Mhm, gerne. Siehst du, das Leben ist ohne Männer oft viel leichter. Und was machst du jetzt? Wenn Sally sich scheiden lässt, stehst du ganz schlecht da. Blödsinn, sie lässt sich doch nicht scheiden. Darf ich dich daran erinnern? Ihr hattet beide Gütertrennung in eurem Ehevertrag vereinbart. Mutter, jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. Du würdest ausgezogen bis auf die Unterhose dastehen. Als dein Anwalt kann ich dir nur raten, dich schleunigst mit ihr zu vertragen. Und wie? Ich weiß noch nicht mal, wo sie ist. Es scheint mir, als wüsstest du überhaupt sehr wenig von ihr, dafür, dass ihr 15 Jahre verheiratet seid. Zum Glück werde ich mit der Fusion mehr Zeit für sie haben. Mutter, ich liebe sie wie am ersten Tag. Und wann hast du ihr das letzte Mal gesagt? Und was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun? Ruf sie an. Verbring etwas Zeit mit ihr und mach ihr ein außergewöhnliches Geschenk. Also irgendetwas stimmt mit dem Fahrrad nicht. Einfach treten, Mann. Geht nicht. Die Kette klemmt fest. Ach, so ein Mist. Was machen wir denn jetzt? Verdammt! Kommst du noch mit rein? Ich verstehe dich nicht. Jetzt gehen wir schon für ihn einkaufen. Mein Gott, der hat doch wirklich keine Zeit, auch noch Einkäufe zu machen. So, ich fahre jetzt los. Was? Bitte könntest du mir wenigstens helfen, die Sache noch reinzufragen. Du kannst doch im Wartezimmer sitzen bleiben, wenn du deinen Vater nicht sehen willst. Okay. Wie gut, dass ihr da seid. Notfall. Wahrscheinlich ein akuter Appendix. Tut das weh? Ah! Ich muss dringend operiert werden. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Keine Angst, ich komme mit. Soll ich die Patienten nach Hause schicken? Amy, könntest du vielleicht, bis ich zurück bin... Klar. Soll ich seine Eltern anrufen? Das mache ich. Tut alles gut. Fahr ruhig mit ins Krankenhaus. Ich halte die Stellung. Danke, Amy. Kann ich dir irgendwas helfen? Danke, Mann. Ich mach das schon. Amy? Sally wird nicht zurückkommen. Ich hab sie gesehen mit ihrem ersten Mann Oliver. Die Turteltäubchen. Du hast sie nachspioniert? Ja. Ich weiß ja gar nicht, was ein Mann alles für verrückte Sachen macht, wenn er seine Liebe zurückgewinnen will. Hast du mit ihr gesprochen? Ja. Sonnenblumen. Was ist damit? Ich habe ganz vergessen, welche Sallys Lieblingsblumen sind. Ist denn das so wichtig? Was hast du denn? Michael hat mich Schluss gemacht. Der hat gesagt, wir passen nicht zueinander. Aber das glaube ich ihm nicht. Ich bin sicher, er hat eine andere. Wie kommst du da drauf? Sowas spürt man einfach. Selbst wenn er eine andere hätte. Das passiert manchmal.
Und es tut weh, es tut sehr weh sogar. Aber man kann nichts dagegen tun. Doch, das kann man. Man kann wütend sein, das bin ich, dieses... Vivian. Wir sind eben zwei gestrandet. Peter und Vivian Wilcox. Zwei Opfer der Liebe. Weißt du, Amy, heute Nacht ist mir vieles klar geworden. Ich bin selber schuld. Ich hätte es merken müssen. Ich hatte mir etwas eingebildet, was es gar nicht gab. Michael war vielleicht am Anfang verliebt in mich. Aber er hat mich nie wirklich geliebt. Und das wollte ich nicht wahrhaben. Eine einseitige Liebe funktioniert eben nicht. Und wenn du es nicht gewesen wärst, dann wäre ich vielleicht in mein eigenes Unglück gerannt. Au! Jetzt haben wir in einer halben Stunde so viel geredet wie in der ganzen Zeit, nicht seit ich hier bin. Ich bin sehr froh, dass wir geredet haben. Judy hat gesagt, wenn alles gut verläuft, dann kannst du bald entlassen werden. Das muss ich auch. Es gibt viel zu tun. Es hat geklappt. Ich gehe als Designerin nach London. Und was hast du vor? Ich werde das Angebot von meinem Vater annehmen und in seine Praxis einsteigen. Ja, ich habe gemerkt, dass wir uns doch ähnlicher sind, als ich dachte. Na, jetzt komm rein. Sie frisst dich schon nicht. Ich lasse mich mal rein. Setz dich. Ich komme gerade von Peter. Ich bin so erleichtert, dass er wieder gesund wird. Er ist schon wieder putzmunter. Er hatte wirklich Glück im Unglück, dass er den Infarkt in der Klinik bekommen hat. Und was ist mit Dad? Es war sehr gut, dass ich deinem Vater wieder begegnet bin. Somit war ich gezwungen, über meine Gefühle zu Peter nachzudenken. Ich habe mich jedenfalls entschieden, in Dads Praxis einzusteigen. Ja? Oh, du, das freut mich. Für ihn und für dich. Ja, vielleicht bin ich ja das kleine Trostpflaster, was er jetzt braucht. Oh, Schatz. Bitte, ja? Haben Sie einen Spiegel? Störe ich? Nein, überhaupt nicht. Kommen Sie, Michael. Ich muss ohnehin schon gehen. Ich treffe den Schiffsmakler. Oh. Die sind für Sie. Oh, Michael, das ist aber reizend. Sehr gerne. Dankeschön. Schließ mal die Augen. Vorsicht. Die haben Sie mal den Spiegel? Augen auf. Oh, Mike, das ist wunderschön. Die Tränen der Götter. In den Farben der Liebe. Sein Boot verkaufen. Es ist, was es ist. Trotzdem danke. Die letzten Tage mit dir waren so wunderschön. Du hast mir so unheimlich gut getan. Jetzt guck nicht so schuldbewusst. Ich bin ja noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. Du hast mich nicht? Nein. Ich glaube, ich bin darüber hinweg. Gestern habe ich dich gehasst und Michael und alle. Aber heute? Nein. Was so eine kleine Gehirnerschütterung ausmacht. Weißt du, Amy, heute Nacht ist mir vieles klar geworden. Ich bin selber schuld. Ich hätte es merken müssen. Ich hatte mir etwas eingebildet, was es gar nicht gab. Michael war vielleicht am Anfang verliebt in mich. Aber er hat mich nie wirklich geliebt. Und das wollte ich nicht wahrhaben. Eine einseitige Liebe funktioniert eben nicht. Und wenn du es nicht gewesen wärst, dann wäre ich vielleicht in mein eigenes Unglück gerannt. Au!
jetzt haben wir in einer halben Stunde so viel geredet wie in der ganzen Zeit, nicht seit ich hier bin. Ich bin sehr froh, dass wir geredet haben. Ja. Judy hat gesagt, wenn alles gut verläuft, dann kannst du bald entlassen werden. Das muss ich auch. Es gibt viel zu tun. Es hat geklappt. Ich gehe als Designerin nach London. Und was hast du vor? Ich werde das Angebot von meinem Vater annehmen und in seine Praxis einsteigen. Ja, ich habe gemerkt, dass wir uns doch ähnlicher sind, als ich dachte. Na, jetzt komm rein. Sie frisst dich schon nicht. Ich lass dich mal rein. Danke. Setz dich. Ich komme gerade von Peter. Ich bin so erleichtert, dass er wieder gesund wird. Er ist schon wieder putzmunter. Er hatte wirklich Glück im Unglück. Dass er den Infarkt in der Klinik bekommen hat. Und was ist mit Dad? Es war sehr gut, dass ich deinem Vater wieder begegnet bin. Somit war ich gezwungen, über meine Gefühle zu Peter nachzudenken. Ich habe mich jedenfalls entschieden, in Dads Praxis einzusteigen. Ja? Oh, du, das freut mich. Für ihn und für dich. Ja, vielleicht bin ich ja das kleine Trostpflaster, was er... Wenn ich manchmal etwas verloren vorkomme, besser gesagt verloren bin, endlich mit männlicher Verstärkung rechnen können. Michael, willkommen an Bord. Willkommen, Michael. Oh, Entschuldigung. Ja? Tschüss. Ach, Sie sind's. Ja, gut, dass Sie anrufen. Ich find's so schön, dass du meine Eltern endlich kennengelernt hast. Na gut, wir sehen's. Okay, bis später. Tut mir leid. Ich hatte noch ein wichtiges Geschäftstelefonat. Jetzt habe ich es gar nicht mitbekommen. Also, wie habt ihr euch kennengelernt? Das haben wir noch gar nicht erzählt. Wir würden es aber gerne hören. Ich war mit einer Freundin bei einem Wohltätigkeitsessen und... Beim Wohltätigkeitsessen? Ja, in Plymouth. Was ist daran so komisch? Nichts, erzähl nur weiter. Ich stand da mit einem Glas Rotwein in der Hand. Das Glas war sehr voll. Auf einmal schubst mich jemand und schwupps war der Wein auf Michaels Anzug. Michael, ist das wahr? Naja, später hat sie dann gesagt, das war Absicht. Das traue ich ihr zu. Es wird kühl. Ich gehe mir mal eine Jacke holen. Ich habe Ihnen beim nächsten Treffen ein kleines Fässchen Salz mitgebracht. Ja, ja, und sie hat darauf bestanden, die Rechnung für die Reinigung zu zahlen. Oh, schon so spät. Ich muss mich leider auch verabschieden. Ich habe noch etwas Arbeit. Oh, es war aber sehr nett, Sie kennengelernt zu haben. Danke. Ich habe mich auch sehr wohl bei Ihnen gefühlt. Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. Das hoffe ich auch. Schatz, ich bring mich raus, ja? Mhm. Ein reizender junger Mann. Ja. Nun sag schon. Eigentlich wollte ich dich schon heute Morgen anrufen, aber ich wollte so gern dein Gesicht sehen, wenn ich dir die gute Nachricht überbringe. Negativ? Ja, sieh es dir selbst an. Oh Gott, bin ich froh. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich mir in den letzten Tagen alles ausgemalt habe. Ach, das möchte ich gar nicht wissen. Was wirst du jetzt tun? Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Ich weiß es noch nicht. Im Moment kann ich keinen vernünftigen Gedanken fassen. Oh, Entschuldigung.
Nun sag schon. Eigentlich wollte ich dich schon heute Morgen anrufen, aber ich wollte so gern dein Gesicht sehen, wenn ich dir die gute Nachricht überbringe. Negativ? Ja, siehst dir selbst an. Oh Gott, bin ich froh. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich mir in den letzten Tagen alles ausgemalt habe. Ach, das möchte ich gar nicht wissen. Was wirst du jetzt tun? Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Ich weiß es noch nicht. Im Moment kann ich keinen vernünftigen Gedanken fassen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Hallo? Michael? Heute? Ja? Heute ist ein besonderer Tag. Ja, bis gleich. Amy, wie schön, dass Sie da sind. Ist es nicht wunderbar, dieser atemberaubende Blick in die Ferne? Maike, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ich fühle mich wie neu geboren. Was ist denn passiert? Sie sind so euphorisch. Wenn Sie in meine Haut stecken würden, wären Sie genauso begeistert wie ich. Vor ein paar Wochen habe ich einen Knoten in meiner rechten Brust entdeckt. Es ist alles in Ordnung. Ich habe heute erfahren, dass er harmlos ist. All die Sorgen und Ängste der letzten Wochen sind Vergangenheit. Ach, Michael, ich könnte die ganze Welt umarmen. Fangen Sie mit mir an. Bitte? Was soll das? Das fragst du jetzt nicht im Ernst, oder? Nein, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Ich habe es dir 1000 Mal gesagt, es ist vorbei. Und tu mir bitte einen Gefallen, ruf mich nicht mehr an. Da ist jemand sauer. Oh, ich habe dich gar nicht bemerkt. Ich habe geklopft. Wie sich das gehört. War das dein Freund in Kapstadt? Wie heißt er? George. Und George ist out. Ich habe mich von ihm getrennt. Was ist passiert? Okay, lass mich raten. Er hat dich betrogen. Nein. Oder doch. Irgendwie schon. Ich habe ihn nach 3 Jahren vor die Alternative gestellt. Entweder deine Ehe, die angeblich nicht mehr funktioniert, oder ich. Und der Blödmann hat sich für seine Ehe entschieden. Komm drüber hinweg. Du weißt ja, wie das ist. Unverhofft läuft dir jemand über den Weg. Du verknallst dich. Und schon ist der andere vergessen. Darüber mache ich mir im Moment am wenigsten Gedanken. Bleib hier, Amy. Geh nicht mehr zurück. Du hast mir gefehlt. Du bist die Einzige, mit der ich hier ernsthaft reden kann. Bist du in Schwierigkeiten? Geschäftlich? Ja. Aber das mit dem Kaufhaus in London ist nicht erfunden, oder? Nein. Aber es ist noch nicht ganz richtig. Garretts haben ein paar Sachen von mir gesehen, die sich gut verkauft haben und ihr Interesse bekundet. Mehr aber nicht. Aber das klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, vielleicht. Aber wenn du am Ball bleiben willst, dann musst du in Vorleistung treten und du musst einiges investieren. Eine neue Kollektion, ein größerer Laden, ein Atelier. Das kostet. Du hast nicht zufällig ein paar 1000 Pfund übrig, die du nicht brauchst? Wieso fragst du nicht deinen Vater, Peter? Auf keinen Fall. Du hast ihn doch gehört. Er wartet doch nur darauf, dass ich auf die Nase falle. Den Gefallen tue ich ihm nicht. Beides gleichzeitig geht offenbar nicht. Was meinst du? Na ja, Glück in der Liebe und im Beruf. Du hast recht. Wenigstens habe ich Glück in der Liebe. Ja, na eben. Wie sieht er aus? Und woher kennst du ihn? Du wirst ihn morgen Abend kennenlernen. Ah, er ist ein Traum. Ich werde noch etwas Tee holen, Mrs. Wilcox. Danke, Betty. Morgen, Betty. Guten Morgen, Mann. Guten Morgen, mein Schatz. Na, wie hast du geschlafen? Ausgezeichnet, wie in alten Zeiten. Bye. Wo ist Vivian? Du, die ist schon unterwegs. Die hat einen Fototermin, du weißt, ihre neue Kollektion. Modelt sie selbst? Ja, und sie hat 2 Freundinnen, die ihr dabei helfen. Du weißt, das spart eine Menge Geld. Morgen, Betty. Aber sag ihm nichts davon. Er könnte es für unprofessionell halten. Morgen, Hilton. Guten Morgen. Morgen. Und auf Wiedersehen. Tut mir leid, ich hab's eilig. Ich werde im Büro erwartet. Schönen Festabend. Alles okay? Bitte schön.
Na dann los. Entschuldigung, wo finde ich denn Dr. Collins? Am Ende der Einfahrt, Haus 7. Danke. Guten Tag. Mein Name ist Amy Miller. Ich habe einen Termin bei Dr. Collins. Gut, dann kommen Sie mal mit. Ja, kommen Sie rein. Miss Miller, sie hat einen Termin. Amy. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Hallo, Judy. Du siehst gut aus. Findest du? Ja, trotz des langen Fluges. Ich kann es nicht glauben. 8000 Meilen für einen Arztbesuch, das werde ich bestimmt nie vergessen. Naja, ich bin auch zum Geburtstag meiner Mutter gekommen. Wie alt wird sie denn? Du kennst sie ja, sie lässt das gern offen. Oh, dann wollen wir das mal respektieren. Willst du dich setzen? Ach nein, ich habe die ganze Zeit gesessen. Ach ja. So, erzähl mal, wie ist Kapstadt? Gut. Hast du Heimweh nach England? Ja, schon. Und wann hast du den Knoten bemerkt? Vor 3 Wochen. Bist du schwanger? Habt ihr schon mal jemanden mit Brustkrebs in der Familie gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Meine Mutter hat nie darüber gesprochen und die Familie meines Vaters kenne ich ja kaum. Also gut, dann lass uns anfangen. Seit wir die neuen Webstühle haben, sind wir in der Lage, neuartige, ultraleichte Mischgewebe herzustellen. Aus Seide und Baumwolle, pflegeleicht wie Synthetik, aber eben reine Natur. Das hat dazu geführt, dass sich jetzt auch junge Designer für unsere Produkte interessieren. In Zahlen ausgedrückt, seit wir die neuen Stoffe herstellen, haben wir unseren Umsatz jährlich um 15% gesteigert. Und das ist nur der Anfang. Gute Qualität. Mrs. Fix. Meine Herren. Meine Herrschaften, ich, finde, das ich möchte Ihnen etwas nicht verschweigen. Mir liegt ein Angebot aus Asien vor, ein sehr interessantes Angebot. Aber wir sind ein altes, traditionsreiches Familienunternehmen und es wäre mir ehrlich gesagt sehr viel wohler, wenn Barton Tweed mit einer einheimischen Firma fusioniert. Übrigens, der Urgroßvater meiner Frau hat vor 120 Jahren in diesem Schuppen mit 2 Webstühlen angefangen. Das ist eine gewisse Verpflichtung. Mach dich nicht verrückt, hörst du? In ein paar Tagen haben wir das Ergebnis. Wie oft habe ich anderen Frauen in einer solchen Situation schon die Angst nehmen können? Du ziehst ein ganzes Register an Beschwichtigungen und häufig gelingt es dir auch, weil sie dir vertrauen. Nun sag schon. Eigentlich wollte ich dich schon heute Morgen anrufen, aber ich wollte so gern dein Gesicht sehen, wenn ich dir die gute Nachricht überbringe. Negativ? Ja, sieh es dir selbst an. Oh Gott, bin ich froh. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich mir in den letzten Tagen alles ausgemalt habe. Ach, das möchte ich gar nicht wissen. Was wirst du jetzt tun? Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Ich weiß es noch nicht. Im Moment kann ich keinen vernünftigen Gedanken fassen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Hallo? Michael? Heute? Ja? Heute ist ein besonderer Tag. Ja, bis gleich. Amy! Wie schön, dass Sie da sind. Ist es nicht wunderbar? Dieser atemberaubende Blick in die Ferne? Maike, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ich fühle mich wie neu geboren. Was ist denn passiert? Sie sind so euphorisch. Wenn Sie in meine Haut stecken würden, wären Sie genauso begeistert wie ich. Vor ein paar Wochen habe ich einen Knoten in meiner rechten Brust entdeckt. Es ist alles in Ordnung. Ich habe heute erfahren, dass er harmlos ist. All die Sorgen und Ängste der letzten Wochen sind Vergangenheit. Ach, Michael, ich könnte die ganze Welt umarmen. Fangen Sie mit mir an.
Sind Sie da? Sie möchte dich gerade nicht sprechen. Ja gut, ich richte sie aus. Bye. Ich soll dir sagen, dass es ihm leid tut und dass er dich heute Abend zum Dinner einladen möchte. Das war alles? Ja. Siehst du, für ihn ist das nach wie vor nur ein kleiner Ausrutscher, den er mit einem Abendessen ausbügeln kann. Aber das reicht nicht, Mr. Wilcox, das reicht nicht. Das hervorragend. Das Boot ist ganz okay, aber 2,5 Millionen ist zu viel. Da müssen Sie mir schon irgendwie entgegenkommen. 2 Millionen. Einverstanden? Einverstanden. Wir sehen uns morgen im Hafen. Amy! Wollen wir einen Kaffee trinken? Nein, danke. Meine Mutter müsste jeden Moment kommen. Ach übrigens, die Tränen der Götter, das haben nicht die alten Griechen gesagt, sondern die Perser. Die Griechen nannten die Perlen Tau des Mondes. Klingt auch gut. Wo hast du das? Das habe ich nachgeschlagen. Sieh mich nicht so an, Michael. Ich muss mit dir reden. Später. Heute Nachmittag? Was soll das für einen Sinn haben? Und außerdem geht es auch gar nicht. Wir sind schon verabredet. Meine Mutter und ich haben zum Tee eingeladen. Oder vielleicht doch. Heute Nachmittag. Wo? Schnell. An der Stelle, von wo man den Tafelberg sehen kann. Hallo, Mrs. Wilcox. Hallo, Michael. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Sagen Sie, Michael, was ist denn los zwischen Ihnen und Vivian? Was meinen Sie? Ja, sie hat so Andeutungen gemacht. Nichts? Entschuldigen Sie, ich muss zurück in den Laden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Er hat sie versetzt. Vivian ist unglücklich. Hast du das nicht bemerkt? Amy ist nicht da. Nein, sie hatte ganz plötzlich eine Verabredung. Das habe ich mir gedacht. Eine Ingwertorte. Ich weiß doch, dass du das immer so gerne zum Tee hattest. Manche Sachen vergisst man nicht. Meistens sind das Kleinigkeiten, eine schöne Melodie, der erste Kuss. Eine verregnete Radtour. Sonnenblumen. Ja, ich habe dir noch was mitgebracht. Oh, unsere alten Bilder. Die habe ich mir nochmal an. Das hat mir gerade noch gefehlt. Tut mir leid, ich war in Gedanken. Dann sollten Sie vielleicht kein Auto fahren. Ich übernehme natürlich den Schaden. Na, davon gehe ich aus. Es wird nicht billig werden. Das ist ein Leihwagen. Ich sehe mal nach, ob ich die Versicherungsunterlagen finde. Schauen Sie mal im Handschuhfach nach. Ich glaube, hier ist was. Entschuldigen Sie, dass ich eben so schroff zu Ihnen war. Ich hab den Wagen noch nicht lange. Nein, das ist ja okay. Das war einfach dumm von mir. Michael Spears. Miller. Amy Miller. Falls es Probleme gibt, rufen Sie mich bitte an. Darf ich Sie auf den Schreck vielleicht zu einem Cappuccino einladen? Ich hab's leider eilig. Sicher. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch? Ohne Unfall. Ja. Kann ich Ihnen noch irgendwie helfen? Geht schon. Amy? Amy. Hallo, Dad. Du hast mich erkannt. Nicht sofort. Ich dachte, du bist in den Staaten.
Schon eine Weile nicht mehr. Da, das ist meine Praxis. Und du, was machst du hier? Wie geht's dir? Danke. Ja, ich würde gerne mit dir reden. Hast du Zeit? Nein, und auch nicht das Bedürfnis. Bei dir fühle ich mich wie ein altes Möbelstück, das man je nach Belieben einmal dorthin und einmal dahin stellt. Du verbringst dein ganzes Leben in der Firma. Und jetzt kaufst du auch noch dieses blödsinnige, unsinnige Boot. Für mich vielleicht? Und um es zu finanzieren, verkaufst du Teile unserer Firma? Aber... Du hast nie nach meinen Wünschen gefragt. Immer hat sich alles nach dir gerichtet. Sally, das stimmt doch einfach nicht. Doch. Du kennst ja nicht einmal meine Lieblingsblumen. Mein Gott, Sally, ist das denn so wichtig? Sally, ich liebe dich. Reicht denn das nicht? Nein! Nein, das reicht nicht, Peter. Jetzt gehe ich. Ich will jetzt allein sein. Sally. Geh, bitte. Ich verstehe dich nicht. Jetzt gehen wir schon für ihn einkaufen. Mein Gott, er hat doch wirklich keine Zeit, auch noch Einkäufe zu machen. So, ich fahre jetzt los. Was? Bitte, könntest du mir wenigstens helfen, die Sachen noch reinzutragen? Du kannst doch im Wartezimmer sitzen bleiben, wenn du deinen Vater nicht sehen willst. Okay. Wie gut, dass ihr da seid. Notfall. Wahrscheinlich ein akuter Appendix. Tut es weh? Ah! Ich muss dringend operiert werden. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Keine Angst, ich komme mit. Soll ich die Patienten nach Hause schicken? Amy, könntest du vielleicht, bis ich zurück bin... Klar. Soll ich seine Eltern anrufen? Das mache ich. Tut alles gut. Fahr ruhig mit ins Krankenhaus. Ich halte die Stellung. Danke, Amy. Kann ich dir irgendwas helfen? Danke, Mann. Ich mach das schon. Amy? Sally wird nicht zurückkommen. Ich hab sie gesehen mit ihrem ersten Mann Oliver. Die Turteltäubchen. Du hast sie nachspioniert? Ja. Ich weiß ja gar nicht, was ein Mann da alles für verrückte Sachen macht, wenn er seine Liebe zurückgewinnen will. Hast du mit ihr gesprochen? Ja. Sonnenblumen. Dankeschön. Das war Vivian. Sie hat versucht, für ihren Vater ein gutes Wort einzulegen. Willst du dich von Peter trennen? Ach komm, lassen wir das. Ich will mir meinen heutigen Geburtstag nicht noch mehr vermiesen lassen. Du, komm, weißt du was? Wir fahren jetzt in die Stadt. Wir müssen ohnehin einige Sachen einkaufen und dann mieten wir uns ein paar Räder und machen morgen eine Radtour. Mhm, gerne. Siehst du, das Leben ist ohne Männer oft viel leichter. Und was machst du jetzt? Wenn Sally sich scheiden lässt, stehst du ganz schlecht da. Blödsinn, sie lässt sich doch nicht scheiden. Darf ich dich daran erinnern? Ihr hattet beide Gütertrennung in eurem Ehevertrag vereinbart. Mutter, jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. Du würdest ausgezogen bis auf die Unterhose dastehen. Als dein Anwalt kann ich dir nur raten, dich schleunigst mit ihr zu vertragen. Und wie?
Ich weiß noch nicht mal, wo sie ist. Es scheint mir, als wüsstest du überhaupt sehr wenig von ihr, dafür, dass ihr 15 Jahre verheiratet seid. Zum Glück werde ich mit der Fusion mehr Zeit für sie haben. Mutter, ich liebe sie wie am ersten Tag. Und wann hast du ihr das letzte Mal gesagt? Und was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun? Ruf sie an. Verbring etwas Zeit mit ihr und mach ihr ein außergewöhnliches Geschenk. Irgendetwas stimmt mit dem Fahrrad nicht. Einfach treten, Mann. Das geht nicht. Die Kette klemmt fest. Ach, so ein Mist. Was machen wir denn jetzt? Da kommt ein Auto. Den halte ich jetzt auf. Halt! Halt, bleiben Sie stehen, bitte. Stehen bleiben. Ich brauche Hilfe. Bitte bleiben Sie stehen. Amy, du wirst es nicht glauben. Das glaube ich jetzt ja nicht. Und schau mal, wer da ist. Hallo, Amy. Hallo, Dad. So schnell sieht man sich wieder. Ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Schau mir das mal an. Weißt du noch, unsere Fahrradtour nach St. Ives damals? Da ist uns genau das Gleiche passiert. Und es hat gegossen wie aus Kübeln. Bravo. Danke. Das war auch an deinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ach, danke schön. Ich habe Blumen für dich abgegeben. Bei dir zu Hause. Sonnenblumen. Dass du das noch weißt. Leider warst du nicht da. Ja, Amy und ich, wir richten gerade Tante Claras Cottage ein. Ach, das ist ja gar nicht weit von hier. Wie wär's denn, wenn ihr beide nachher zum Tee bei mir vorbeikommt? Ja,